Renate Künast ist heute unser Gast, genauso wie Michael Opoczynski. Der Bachelor wird bei uns sein. Jan Kralitschka, außerdem ein junger SPD-Politiker, Patrick Dahlemann, der bei einer NPD-Veranstaltung zum Mikrofon gegriffen hat und uns erzählen wird, was dann passierte. Und wir freuen uns über einen der letzten Holocaust-Überlebenden. Walter Frankenstein ist heute unser Gast. Schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Schönen guten Abend in die Runde. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind. Schönen guten Abend. Ja. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Schönen guten Abend auch Ihnen zu Hause. Ja, ganz egal, was passiert, ob das Klima kippt, ob Griechenland zusammenbricht, ob möglicherweise der Euro zusammenbricht, irgendwann kommt immer einer und rettet uns, nämlich der ADAC. So war es zumindest bisher. Jetzt allerdings hat ausgerechnet eine der letzten moralischen Instanzen in diesem Land ein höchst unmoralisches Problem. Und darüber wollen wir heute reden. Ihm und seiner Redaktion dämmerte, dass schon 2007 bei einem Leihwagentest, unter anderem auf Mallorca, und schon damals gab es Ungereimtheiten. Er sagt heute, der ADAC ist ein Großkonzern geworden und er ist viel zu groß geworden. Über viele Jahre hinweg hat er den Multis in Wieso auf die Finger geguckt, sehr kritisch. Jetzt ist Schluss, sagt er, denn offiziell geht er in den Ruhestand. Inoffiziell sagt er allerdings, ich bin in Wahrheit noch lange nicht reif für den Seniorenteller. Herzlich willkommen, Michael Opoczynski. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, und bei uns heute eine Frau, die erlebt hat, was passiert, wenn man sich mit den ganz Großen anlegt, zum Beispiel mit der mächtigen Agrarlobby oder mit dem Bauernbund. In unsere Kühe gehören nur Gras, Wasser und Getreide, hat sie immer wieder in volle Bierzelte gerufen und wurde dafür mehr als einmal ausgebuht. Sie hat durchgezogen, so wie damals, als sie gegen den Willen der Eltern ein Studium angefangen hat. Was aber jetzt? Zum ersten Mal seit 14 Jahren steht sie nicht mehr in der allerersten Reihe der Politik. Herzlich willkommen, Renate Künast. Freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Ja, Michael Opoczynskis Eltern haben ihm nie wirklich erzählt, was ihnen in der Nazizeit widerfahren ist. Er dagegen hat nie geschwiegen und hält bis heute Vorträge an Schulen, hat auch ein sehr, sehr lesenswertes Buch über sein Überleben geschrieben. Er ist einer der ganz wenigen Juden, die den Holocaust mitten in Nazi-Deutschland im Berliner Untergrund überlebt haben. Zwei Kinder haben er und seine Frau inmitten brennender Ruinen auf die Welt gebracht. Und er hat sogar für Eichmann, den berüchtigten Adolf Eichmann, als Handwerker gearbeitet. Zitat: Wenn ich nur einen Fleck auf dem Teppich finde, Jude, dann bist du morgen in Auschwitz. Das waren Sätze, die da fielen. Herzlich willkommen, Walter Frankenstein. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, und Walter Frankenstein sagt, meine Angst ist, dass wieder schlechte Zeiten kommen und damit wieder Raum für Nazis entsteht. Raum für Nazis, genau das wollte er verhindern und hat sich bei einer NPD-Kundgebung gegen ein Asylantenheim das Mikrofon geschnappt und vor hunderten NPD-Anhängern gegen rechte Parolen gewettert. Ich hatte ein mulmiges Gefühl, sagt er heute. Herzlich willkommen, Patrick Dahlemann. Schön, dass Sie bei uns sind. Freue mich sehr. Ja, und weil auch das zum Leben gehört, wollen wir heute Abend auch über einen Mann reden, der berühmt wurde, weil er erstens der mit Abstand schönste Mann Deutschlands ist, und zwar weltweit. Und zweitens, weil er gezeigt hat, dass man als Mann auch mal mit einer Rose in der Hand in der Gegend rumstehen kann, ohne gleich die Hauptrolle in einem Pilcherfilm übernehmen zu müssen. Das Einzige, was er dafür leisten musste, war, mit 20 Frauen allein in einer Villa zu wohnen. Und manche sagen jetzt, was für eine arme Sau. Herzlich willkommen, Jan Kralitschka, schön, dass du da bist. Ja, schönen guten Abend nochmal in die Runde.
Schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie alle bei uns sind. Vor allen Dingen freue ich mich sehr über Ihren Besuch, Herr Frankenstein. Darf man das sagen? Sie sind 89 Jahre alt. Ja. Genau 89 oder? Nein, 89,5 und 21 Tage. Sehr gut, sehr gut. Und das Foto, das wir hier an Ihrer Seite sehen, das ist Ihre Frau. Ja. Leonie. Wie lange waren Sie mit Leonie verheiratet? Wir waren 68 Jahre zusammen und 67 Jahre verheiratet. Und leider ist sie vor 5 Jahren gestorben. Und Sie haben gesagt, wenn ich heute in die Sendung komme, dann möchte ich, dass dieses Bild hier steht, weil ja, ich habe meine Frau immer dabei. Bei allen Veranstaltungen, wo ich mit war, war immer meine Frau mit mir. Und so soll es auch bleiben, solange ich lebe. Was für eine schöne romantische Geschichte. Jetzt muss ich fast ein bisschen schlucken. Herzlichen Dank fürs Kommen in jedem Fall. Wir werden später mehr davon hören. Zunächst mal Frage in die Runde. Wer ist beim ADAC hier in der Runde? Komm, es müssen mehr sein. Ja. Herr Poczynski, haben Sie sich das vorstellen können, was Sie da jetzt gehört haben? Die Wahl zum Lieblingsauto der Deutschen offenbar manipuliert. Nein. Das habe ich mir nicht vorstellen können. Aber erstmal, ich bin seit 1977 ADAC-Mitglied. Und diese gelben Engel, das sind die, die da kommen und einem helfen, die haben mir auch schon geholfen. Ich habe früher immer alte Autos gehabt und der ADAC war mein Retter. Da lasse ich nichts drauf kommen. Ich glaube, dass auch diese gelben Engel mit ihren Autos an der Autobahn, dass die den guten Ruf begründet haben. Mhm. Deswegen hat man denen genau auch vertraut. Und deswegen haben die auch 19 Millionen Mitglieder, nicht wegen irgendeiner Veranstaltung da irgendwo in der Residenz in Bayern. Aber vielleicht sind sie größenwahnsinnig geworden. Irgendwann, man ist der größte Verein Europas, man macht 1 Milliarde Umsatz mit Finanzgeschäften und. Mhm. Und dann irgendwann denkt man, es gehört einem die Welt. Mhm. Und dann passiert's. Werden wir gleich ausführlicher sprechen. Frau Künast, Sie als ehemalige Verbraucherschutzministerin waren auch zuständig für den ADAC? Ja, als Verbraucherschutz in gewisser Weise schon, ja. Natürlich nicht für seine Vereinsstruktur oder sein Wirtschaftsgebaren, aber schon immer die Frage, wie transparent ist das eigentlich, was der ADAC macht. Aber ich wäre damals auch nicht auf die Idee gekommen, auch jetzt nicht, dass die aus, wie war das, 3.000 oder so? 3.400 Stimmen hat man eben 34.000 ja, oder sowas gemacht. Null. Ich weiß, war es nur eine Null oder waren es zwei Nullen? Keine also man hat sich geglaubt und ich habe... Bin ehrlich gesagt auch jetzt noch irgendwie entgeistert, wie der Präsident Herr Mayer sagt, dass der Geschäftsführer jetzt der Aufklärer ist. Also ich meine, der Geschäftsführer hätte ja der sein müssen, der das, ja, der das ganze Büro managt, der also Regeln dafür auflegt und zum Beispiel sagt, wir machen das Vier-Augen-Prinzip. Ja? Der eine, der zählt, kriegt dann einen oder eine andere daneben gestellt, die nochmal zählt. Mhm. Also die Unterlagen müssen archiviert werden. Man fragt sich schon, wie das gehen kann und ich finde, also meine Erwartung ist, dass es jemand Externes gibt, der unabhängig ist, der das jetzt alles aufklärt und nicht der Geschäftsführer sich selber aufklärt. Genau. Vielleicht hat er auch einen Fehler gemacht. Mhm. Auch darüber wird in den Zeitungen bereits massiv spekuliert. Die Frage an Sie, Herr Poczynski, warum das Ganze? Also warum muss man aus 3.400 Stimmen 34.000 machen? Ich habe einen Kollegen von der Süddeutschen gehört, der sagte, naja, das ist der Versuch, wenn man sozusagen den Anspruch hat, der Automobilclub von ganz Deutschland zu sein, nicht so popelig zu wirken, als hätte man nur in Buxtehude gezählt. Ja. Offensichtlich hat das nicht funktioniert. Man hat in der Zeitschrift aufgerufen... Entschuldigung, nichts gegen Buxtehude, ist eine schöne Stadt, aber zahlenmäßig meine ich jetzt. Ich glaube, man hat aufgerufen, die Mitglieder oder die Zeitschriftenleser sollen dieser Motorwelt, die sollen abstimmen und sie haben es nicht getan. Eigentlich interessiert es niemand wirklich, wer das Lieblingsauto ist. Mhm. Und eigentlich, glaube ich, es kauft auch kein Mensch ein Auto, weil es da irgend so eine Prämie gibt. Und deswegen hat niemand mitgemacht und da der ADAC aber so groß und allmächtig ist, hat man gesagt, wir hübschen das auf. Mhm. Ich kann das einerseits verstehen. Das Problem ist nur, vielleicht war das gar nicht der einzige Fall. Vielleicht gibt es da noch mehr Abstimmungen. Es wird ja immer gesagt, wir ADAC kämpfen für die deutschen Autofahrer. Mhm. Und da wird gesagt, die sind gegen die Maut. Vielleicht stimmt das gar nicht. Ich bin nicht gefragt worden. Ich bin ja Mitglied, aber mich hat keiner gefragt. Also jetzt, ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, Sie haben es richtig gesagt, da mal Transparenz reinzubringen. Und das kann nicht der Geschäftsführer sein, weil der hat an allem Interesse, nur nicht, dass wirklich durchgeblickt wird. Wir müssen, der ADAC muss sich öffnen. Und er muss demokratisch werden. Und er muss
das ordentliche Helfen für Autofahrer, das muss er trennen von dem, was da das Geschäft ist. Darüber werden wir gleich noch sprechen, was es da unter Umständen auch für Interessenkonflikte gibt, und zwar auf ganz vielfältigen Ebenen. Sie haben 2007 mal mit dem ADAC für Wieso zusammengearbeitet. Ja. Was war das für eine Situation? Worum ging es da? Um Leihwagen im Urlaub? Das war das letzte Mal, das erste und das letzte Mal. Wir haben gemeinsam gearbeitet und wir haben das journalistisch betreut und der ADAC hat das technisch betreut. Und da wurden im Mittelmeer, Mallorca, Korfu, und da wurden Mietwagen gemietet und dann getestet, wie gut sind die. Mhm. Und dann war für uns völlig okay, da war ein Mietwagen dabei, der war von einem ADAC-Partner mit dem Schild ADAC. Und der war mit im Test drin. Und der hat saumäßig schlecht abgeschnitten, dieser kleine Peugeot. Der Sachverständige hat gesagt, am liebsten würde ich den aus dem Verkehr ziehen. Den kann man nicht vermieten, diesen Wagen. Und dann haben die ADAC-Leute plötzlich, ich sag mal höflich, Schluck aufbekommen. Und der Wagen verschwand aus dem Test. Und man hat uns angeschaut und erwartet, dass wir den Wagen auch verschwinden lassen. Und da bekamen wir einen Konflikt. Und da war ich Redaktionsleiter schon, habe ich gesagt, das geht nicht. Test ist Test. Und wenn ihr vom ADAC euer eigenes Produkt schlecht testet, dann muss das auch gesendet werden. Da gab es einen Disput. Und dann wurde das so gesendet. Aber seitdem haben wir das nicht mehr so gemacht. Das ist lange her. Aber das zeigt mir, der ADAC versucht, die Wirklichkeit manchmal so ein bisschen in seine Richtung zu lenken. Das heißt, Sie jetzt wirklich Mutmaßung und auch nur Frage. Sie stellen durchaus auch in Frage, ob all das, was da sonst so zu sehen ist, also Tests und alles Mögliche, dass das auch unter Umständen nicht so objektiv gehandhabt worden ist. Nach allem, was ich aktuell erlebe und was ich damals erlebt habe, halte ich es für möglich, dass der ADAC dafür sorgt, dass das, was er treibt, auch gut immer getestet wird und gut beurteilt wird. Und die Kunden des ADAC, das sind nicht die Mitglieder, die Kunden des ADAC, die Autohersteller und so, es könnte sein, dass da auch ein Übereinkommen besteht, dass da gut getestet wird oder dass eine Pannenstatistik schöner aussieht, als sie wirklich ist. Ja, das stelle ich in Frage. Ja. Frau Künast? Ja, das bringt mich darauf, jedes große Unternehmen, von dem erwarten wir, dass sie einen Kodex haben. Also mit einer Regel, wie gehen wir mit bestimmten Dingen um. Ja? Und der ADAC hat scheinbar keinen. Nein. Also zum Beispiel das Thema Mietwagen. Wenn Sie sagen, da war ein ADAC-Emblem drauf, müsste der Kodex die Regel ja eigentlich sagen, wenn wir Mietwagen testen, testen wir keine Kooperationspartner des ADAC. Weil natürlich jeder sagen muss, da gibt es ja ein wirtschaftliches Interesse. Oder testen sie und beurteilen sie objektiv. Andere Variante, genau. Ja. Aber der Kodex muss sagen, entweder überall da, wo wir ein wirtschaftliches Interesse haben, wird nicht mitgetestet. Die machen ja auch noch andere. Sie haben ja auch Busreisen mit der Post. Und Telefontarife, Benzin. Entweder testen sie es nicht oder wenn sie es testen, müssen sie offenlegen. Hier sind wir Kooperationspartner. Hier haben wir ein wirtschaftliches Interesse, weil da ist ja nicht nur der Mitgliederverein ADAC, sondern die haben ja ganz viele Subunternehmen. Wie Sie sagen, Sie müssen es dann tatsächlich offenlegen. Aber das passiert normalerweise nicht. Würden wir sagen, also bei der Stiftung Warentest würden wir ja, ich meine, die mögen wir, warum? Weil sie keinerlei wirtschaftliches Interesse hat. Also es wäre so, als würden die selber die Tages- und Nachtcreme herstellen und dann ihre eigene Creme testen. Ja, die immer noch mittesten oder so. Ja? Und das würden wir auch für komisch halten. Und deshalb finde ich, wäre es eigentlich richtiger, Sie haben ja selber gesagt, das ist jetzt ein Riesenunternehmen geworden, ein Riesenwirtschaftsunternehmen mit 1 Milliarde Umsatz. 1 Milliarde Umsatz. Jedes Jahr. Also Sie müssen sich mal überlegen, was Sie eigentlich wollen. Sie müssen das Ganze anfangen, auseinandernehmen. Ordentlich auseinanderzunehmen. Aber dann können Sie auch nicht mehr unten aus diesen ganzen wirtschaftlichen Betätigungen immer Geld in den allgemeinen ADAC-Verein reinnehmen. Es wäre sauberer. Und dann wüssten wir auch, dass die gelben Engel, die ja eigentlich immer positiv besetzt waren. Dass die auch weiterhin einen guten Job machen. Dass die weiterhin einen guten Job machen und nicht in die Negativgerede kommen. Ne? 1 Milliarde Umsatz heißt ja wirklich große Firma, Unternehmen. Heißt das, obwohl das ein, wir haben ja alle so die naive Vorstellung, das ist ein Club und in den zahlen wir regelmäßig ein und ab und zu mal kommt einer vorbei und füllt dir Benzin nach, wenn du auf der A3 nicht getankt hast oder vergessen hast, so wie ich das gerne immer mache. So ist es nicht. Die machen Gewinn. Das ist ein Unternehmen, das Gewinn macht womit? Also da sind Finanzdienstleistungen. Sie können Kredite dort sich vermitteln lassen. Also da ist die Geldbranche mit im Boot als Kooperationspartner. Sie können sich versichern lassen, wenn Sie in die Reiserücktrittsversicherung wollen, Auslandskrankenversicherung. Sie können sich versichern lassen, dass im Zweifelsfall ein Flugzeug aus dem Urlaubsort Sie zurückfliegt nach Deutschland. Alles ganz ehrenwert, aber es wird nicht so richtig offengelegt, mit wem man da zusammengeht. Sie können einen Mobilfunktarif abschließen, bei dem Sie ein paar Cent weniger zahlen. Das geht zusammen mit Base, ist ja egal. Und Sie können Benzin billiger kaufen, wenn Sie bei Shell tanken und Ihren ADAC-Ausweis zeigen.
Die gleiche Branche, die vorne attackiert wird für zu teures Benzin, wird hinten zum Kooperationspartner. Da sind wir uns einig. Und das geht nicht. Ich finde, man muss, wenn man für die Autofahrer da ist, dann soll man das mit vollem Herzen sein. Und wenn man Partnerschaften eingeht und Gewinne machen will, dann ist das die andere Kiste. Sie müssen es auseinandernehmen, sonst wird das nichts mehr. Und im Moment, das ist ja eine kleine Geschichte mit diesem Lieblingsauto der Deutschen. Das ist ja keine so große Geschichte. Aber sie erschüttert den ganzen großen, fetten ADAC, weil sie auch nicht richtig offen damit umgehen. Wir haben versucht, mit ADAC-Leuten zu reden. Die haben einen Maulkorb. Außer dem Geschäftsführer, der ist vor die Presse gegangen. Wir hören, dass in der Pressestelle alle Leute, Pressestelle ist dazu da, um mit Journalisten zu reden. Alle sind still, alle sind verschreckt. Es wird der böse Mensch gesucht, der mit den Journalisten gesprochen hat und die Sache ans Licht gebracht hat. Das ist doch nicht in Ordnung. So geht man doch nicht mit so einer Geschichte um. Da muss man doch offen mit umgehen. Im Grunde muss man den belohnen, der es aufgedeckt hat, und nicht jagen. In Ihrer Zeit als Verbraucherschutzministerin, da reden wir ja jetzt auch über so eine Grauzone, von der wir immer wieder hören und nie so richtig fassen können, was das eigentlich ist. Lobbyismus. Menschen, die sozusagen im Interesse großer Konzerne, auch ADAC beispielsweise in Berlin, auch durchaus Politik machen. Ist das etwas, was nach Ihrer Beobachtung zugenommen hat und dessen man sich auch teilweise massiv erwehren muss? Ja, hat zugenommen in den letzten 10 Jahren, auf alle Fälle. Das merken Sie überall, das merken Sie, um beim Thema Auto zu bleiben. Automobilkonzerne, die Merkel und andere dazu bewegt haben, gegen zu scharfes Runterfahren der CO2-Werte bei Autos zu sein zum Beispiel. Also da sind schon ganze Trupps mittlerweile unterwegs, die Regierungs- und Oppositionsmitglieder versuchen, Kontakt zu kriegen, die in Brüssel aktiv sind bei den Sachen, die da sind. Manchmal Gesetzentwürfe? Naja, das hat es auch gegeben, ja, dass die selber ihre eigenen Gesetze quasi schauen. Ja, dass vor allen Dingen Leute sozusagen mal 2-3 Jahre in einem Ministerium gearbeitet haben und mitgearbeitet haben am Gesetzentwürfen, die ihre Branche betroffen haben. Und es war nicht mal transparent. Also an der Stelle hätte man ja sagen müssen, selbst wenn da mal einer als Fachmann ja da ist, da muss das transparent sein, wer diese Person ist. Und es muss dann zum Zweifelsfalle draufstehen, dass die Person fachlich gefragt wurde. Was ist die absurdeste Lobby, mit der Sie jemals zu tun hatten? Die absurdeste, ich glaube, so das ein oder andere Unternehmen beim Thema Süßigkeiten oder so, die gesagt haben, wenn man eine Lebensmittelampel hätte, also wo man Grundnahrungsmittel grüner Punkt, im Maßen zu verzehren gelber Punkt und Süßigkeiten roter Punkt. Also, ja, wenn man das drauf machen würde, dann wäre das eine Diskriminierung von Pralinen, von sonst wie und ähnlichem. Da gab es und hat es immer viel Druck gegeben. Also das heißt, auf mich, Sie haben ein Pralinen-Antidiskriminierungsgesetz. Ja, das war so die Idee. Ja. Das war der Punkt, der Vorwurf. Ja? Gleichwohl, ich ja immer denke, die Praline, die belgische Praline, lässt sich nicht diskriminieren. Die ist einfach gut. Ja. Jeder weiß sowieso, dass man nicht den ganzen Karton essen soll. Anders als in dem Film, wo immer die frustrierten Damen mit Liebeskummer am Bett sitzen und dann du denkst, die essen jetzt die ganze Kiste leer und wir denken immer, wie machen sie das? Ja, das machen sie, die auch. Sehen das so die. Aus, das ja, machen die. Das machen die auch. Genau, ja, ja. Aber das ist so, naja, da ist natürlich auf der anderen Seite, ist natürlich die Frage dagegen, wir haben so viel Übergewicht in dieser Gesellschaft, richtig krankhaft, mit Diabetes, das bei Kindern zunimmt. Insofern muss Politik das ja irgendwie ausbalancieren. Ja? Und da geht es in Wahrheit gar nicht um Pralinen, es geht um Cornflakes und viele andere Dinge. Wo versteckt der? Ist nur ein Beispiel von die ganz, Zucker ganz sind, ja. Und ja. Viele andere auch. Und das gibt's, das ist ja immer der Punkt. Ne? Und das, was Sie auch erlebt haben mit der Agrarlobby zum Beispiel, wenn man dann in so einem Bierzelt sagt, in unsere Kühe gehört nur Getreide, Wasser und ein bisschen Gras. Was ist dann das Gegenargument? Was kriegt man da zu hören? Da, ja, auch, das sei so abwertend, das stimmt nicht und man hätte ja gar keine Ahnung oder so. Aber okay, das hat man in der Politik ja immer umsonst. In dem Augenblick, wo du was anpackst, aber ich glaube, Journalisten erleben das auch, wo du was anpackst und den Finger in die Wunde hältst, kriegst du natürlich auch Gegenwehr und wirst auf Leute versuchen, dich runterzumachen oder so. Da muss man halt beharrlich weiter geradeaus gehen. Ja. Wie geht's denn da jetzt weiter, Herr Opoczynski? Beim ADAC? Beim ADAC, ja. Ich glaube nicht, dass die Geschichte erledigt ist. Und ich glaube auch nicht, dass man sagen kann, das war ein böser Pressechef und den haben wir entlassen und jetzt sind wir wieder gut. Ich glaube auch nicht, dass das alles nur sein Werk war und dass alle anderen nichts gewusst haben. Das kann eigentlich gar nicht sein. Also, naja, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass der ADAC sich ehrlich machen muss. Und nur eine Pressekonferenz, ich entschuldige mich und Schluss und wir machen so weiter, das kann es nicht sein. Ich glaube, dass der ADAC sich neu aufstellen muss und muss zeigen,
wir sind für die Autofahrer da und das meinen wir ehrlich. Mhm. Und alles andere machen wir transparent und zeigen deutlich, wo wir stehen. Mhm. Und wir sind offen und wir sind ehrlich. Und wenn es Kooperationen gibt, es reicht ja schon, offen darüber zu reden, aber nicht alles zu verstecken und den Leuten Maulkörbe zu verteilen. Also, wir werden das weiter verfolgen. Das geht weiter. Bin ich mir sicher. Und weil Renate Künast gerade hier ist, Herr Ramstetter hat bei seinem Rücktritt, also der Sprecher, gesagt, ich habe Scheiße gebaut. Wann haben Sie das zuletzt über die Grünen gedacht? Das ist aber keine nette Frage. Keine nette Frage? Nein. Also gibt es Zensur für Fragen? Weiß nicht, sehr gut, so, sehr gut. So gefallen Sie mir. Ich kann das, ich darf das. Sie dürfen das, ja, natürlich. Ja, ich darf es nicht. Nee, so rüde denke ich das nicht. Ich denke immer, Frau Künast, da war was suboptimal. Suboptimal. Ja. Verstehe. Sie denken nicht. Ich bin doch Anhängerin des englischen Königshauses, ja, wie Sie wissen. Und insofern versuche ich es immer ein bisschen feiner zu formulieren. Das war aber eine suboptimale Antwort. Sind Sie wirklich Anhängerin des englischen Königshauses? Ja, ich war schon mal in Highgrove bei Prinz Charles mit Prinz Charles Cucumber-Sandwiches, Gurken-Sandwiches essen und Tee trinken. Also, nein. Ja. Wie ist der so? Ja, auch ein Agrarier. Gut. Ja, na gut, er war vergeben. Er war vergeben. Er war vergeben, insofern, also... Was heißt, er war vergeben? Das war die Zeit... War da schon Camilla? Oder? Da war schon Camilla. Ah. Aber die Ärzte, ich habe ihn ja getroffen. Ich habe ihn ja getroffen, weil ich finde es ja spannend, dass er so als Prinz sich mit Landwirtschaft, Ökologie und so beschäftigt. Und er fand es spannend, dass plötzlich mitten in Europa eine Ministerin da ist, die sich für Ökolandbau interessiert. So. Super. Aber, und hat dann für Sie Tee servieren lassen, natürlich. Servieren so, lassen, wie genau, sich, wie sich so, das gehört. Wie das so bei Königs ist. So. Nee, bei Prinzen ist. Ja, genau. So, zurück zu unserem Thema, bevor wir jetzt weiter über diesen Tee sprechen. Wenn man jetzt nach 14 Jahren das erste Mal, Frau Künast, nicht mehr in dieser allerersten politischen Reihe so steht, wie fühlt sich das an? Ist das auch suboptimal? Ach, das ist natürlich eine Situation, an die man sich gewöhnen muss. Es ist eine Veränderung. Und es ist so... man ist natürlich am Anfang darauf eingestellt, das kann man vergleichen mit einem Examen, ja? Man ist darauf eingestellt, immer zu funktionieren. Um 8.30 Uhr, Presselage, Morgenlage, du bist darauf eingestellt, am Wochenende natürlich allerspätestens um 11:30 auf den Ticker zu gucken, fragt die Pressestelle noch nach was oder ja, weil man was rausgeben muss oder irgendwo ein Statement geben muss und so. Man ist daran gewöhnt, das Handy immer dabei zu haben und so. Und das muss man sich, Sportler machen es auch, abtrainieren oder so. Ja? Also ich kenne ähnliche Situationen. Nach meinem juristischen Staatsexamen dachte ich am Tag danach, warum fragt mich keiner? Ich hatte ja nur anderthalb Jahre darauf hingelegt, warum fragt mich jetzt keiner? Ja, es wollte aber gerade keiner wissen. Man sollte es dann anders in der Praxis anwenden. Hat so. Jan auch erlebt, ne? Ich habe gedacht, hoffentlich fragt mich keiner. So, das ist auch, ja, so, manchen geht so. Er ist dann direkt aus Verzweiflung Bachelor geworden. Genau. Ist auch eine Möglichkeit. Aber ja, oder jetzt so, wenn man dann wegfährt über Weihnachten, also war es dann so, im Rucksack, wir sind gewandert auf Teneriffa, hat mein Mann sein Handy mitgehabt und ich habe es auf dem Zimmer gelassen. Das hatte ich ja schon seit Jahr und Tag nicht mehr. Ja, weil du sonst einfach nach ein paar Stunden einfach wieder gucken musst. Und es ist so eine Freiheit, an die man sich so nach und nach gewöhnt. Es gibt mehr Freiheit, man ist locker, man hat mehr Zeit für andere Sachen. Ich war dieses Jahr schon im Kino, ja, und habe mir den Medikus angeguckt. Das ist ja krass, Donnerschlag. Sie waren im Kino. Ja, und der Monat ist noch nicht zu Ende. So ja, ja. Okay. Das ist... Neidisch, oder? Ja, nee. Ich mache das ja. Ich gehe regelmäßig ins Kino, weil ich furchtbar gerne ins Kino gehe. Aber das ist ein anderes Thema. Ich erlebe sie aber auch so aufgeräumt, wie ich sie vorher nicht erlebt habe. Das heißt, Sie empfinden das als eine neue Freiheit und als eine Qualität? Oder ist das auch etwas, was schmerzt? Claudia Roth saß hier und hat so eine Art Phantomschmerz beschrieben. Also der geht so, Sonntagabend, es läuft der Tatort. Bis dahin ist alles gut. Und dann guckt man aber aufs Handy und sagt, scheiße, schon wieder hat keiner angerufen. Hat sie so gesagt. Ja, der Trick dabei ist, man lädt sonntags Leute zum Essen ein, wenn sowieso der falsche Tatort kommt, nicht Münster oder Schleswig-Holstein. Man lädt einfach Leute zum Essen ein, kocht. Das heißt, man braucht um 11 auch nicht aufs Handy gucken, ob einer angerufen hat, weil man ja schon Besuch hat. Ja. Also ich sag mal, wir abtrainieren. Ja? Jeder Sportler muss abtrainieren. Man muss es halt wissen, dass es eine Zeit dauert, das dann auch gut zu finden. Natürlich, das geht dann so. Aber mittlerweile finde ich das eine schöne Sache. Und ich kann mich jetzt auf ein paar Sachen wieder inhaltlich konzentrieren. Ja? Trotzdem, alle Sachen ja, ist schon klar. Trotzdem nochmal die Frage, tut das weh? Sie sind ja jemand, der wahnsinnig viel versucht hat, der sich
hart durchgebissen hat, auch wenn man sich mit ihrer Biografie mal beschäftigt. Ja? Also, sie kommen aus dieser Arbeiterfamilie im Ruhrgebiet. Die Eltern, die ihnen sagen, pass mal auf, Mädchen, also studieren ist bei uns in der Familie gar nicht und für dich erst recht nicht, weil Mädchen machen sowas nicht. Und sie setzen sich da durch, gegen den Willen der Eltern, beißen sich da durch, machen ihr Staatsexamen, werden Juristin, arbeiten sogar mal im Gefängnis kurzzeitig und erleben da erstaunliche Dinge, treten dann an als Fraktionschefin bei den Grünen, werden Bürgermeisterin von Berlin, verlieren dann den Fraktionsvorsitz, verlieren diese Bürgermeisterwahl. Und plötzlich stellt man fest, mein Gott, das hat jetzt nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt hatte. Also meine Geschichte geht ja ein bisschen anders. Ja? Ich habe die große Chance gehabt. Interessant. Glas halb voll, Glas halb leer ist die Frage. Ja. Ja, ich habe wunderbare Sachen gemacht. Also ich habe da im Knast gearbeitet. Ich habe eine Anwaltszulassung, habe als Anwaltin gearbeitet, war im Berliner Abgeordnetenhaus als Abgeordnete, habe wunderbare Dinge erlebt bei der Kontrolle des Verfassungsschutzes dort. Ja, das zieht sich ja fast kontinuierlich weiter. War 5 Jahre Ministerin für Verbraucherschutz, Ernährung, Landwirtschaft. Das hat mir ja viel gegeben. Da konnte ich was geben, es hat mir was gegeben. Mhm. Es ist ja auch eine persönliche Weiterentwicklung und auf der Basis. Also wenn ich jetzt Vorsitzende vom Rechtsausschuss für Recht und Verbraucherschutz bin im Deutschen Bundestag, das ist ja nicht nichts. Das stimmt, ne? Absolut. Ja, es gäbe deswegen Beschäftigung. Nein, deswegen habe ich das auch so formuliert und gesagt, Sie sind sozusagen aus der allerersten Reihe weg. Aber Sie sind so einen Schritt nach Seite. Ja, das ist anders, das ist anders. Aber das hat beides, das hat immer beides. Es gibt so Augenblicke, am Anfang bist du ja noch voll drauf eingestellt. Jetzt müsstest du dich darum kümmern und den Abgeordneten anrufen damit. Und das legt sich aber nach einer Zeit, weil du dann plötzlich merkst, jetzt kann ich aber mal am Stück was lesen. Und also mal so jetzt zu wissen, ADAC nehmen wir nächste Woche auf die Tagesordnung des Verbraucherschutzausschusses und dann bleiben wir mal da dran, weil ich sage, die kommen damit nicht einfach durch. Ja, zu behaupten, wir klären selber auf und in 2 Wochen sagen sie mal alles schön. Da muss man dann jetzt dranbleiben. Also diese Chance fachlich gibt es ja, auch. Und ich habe da schon, also ich habe in diesem Sommer schon, da war ich ein paar Tage in Bangladesch und habe mich mit Bekleidungsindustrie und den Bedingungen dort beschäftigt. Und das ist ja sehr misslich. Ja? Also was Sicherheitsstandards, Brände anbetrifft, Löhne und so. Und wissen Sie, sowas brauche ich eigentlich immer. Das ist wie so eine innere Triebfeder. Wenn du dann da Leute kennst, auch mit jemandem aus Bangladesch, mit einer Frau, da, die in einer Gewerkschaft arbeitet, immer mal Mails und so. Das ist so eine Triebfeder. Und das hat dann auch was Schönes. Man muss sich nur darauf einlassen. Und wie Sie gesagt haben, 14 Jahre, wenn du immer für alles verantwortlich bist, dann gibt es auch Augenblicke, wo du denkst, ich würde auch mal wie ein normaler Mensch eben ins Kino dies und jenes machen. Ich möchte auch mal Urlaub machen, wo ich nicht denke, muss ich nicht den Urlaub nur so machen, dass ich mich ausruhen kann. Nee, ich möchte nach Vancouver Island. Ich möchte Wale gucken. Und dazu muss ich vorher, wenn ich dahin fahre, nicht vollkommen fertig sein. Verstehen Sie? Sonst würde ich ja sagen... Um die Wale zu sehen überhaupt. Nee, ja, um überhaupt zu sagen, ich setze mich so lange in den Flieger, ich fahre dahin, ich nehme so viel Neues auf. Ja. So, und dann also finde ich es auch gut, wenn ich nicht so aufgebraucht bin. Keine Wahlen mehr, lieber Wale jetzt an der Stelle. Beides natürlich, aber eben auch mal so, dass ich nicht zwingend immer eine 7-Tage-Woche habe. Was hat am meisten wehgetan? Sie haben mit Blick auf die verlorene Berlin-Wahl, als Sie Bürgermeisterin in Berlin werden wollten, mal gesagt, da gab es einiges zu verdauen. Das haben Sie hier bei uns in der Sendung gesagt. Ist es das, was am meisten schmerzt? Ja, glaube ich schon. Das ist das, was am meisten schmerzte, aber auch irgendwie ärgerte. Also da habe ich mich dann schon geärgert, wenn Sie heute immer so lesen über den teuersten Flughafen der Welt, mit dem niedrigsten CO2-Ausstoß, das ist der BER, ist weil er nicht geflogen wird. Ja, natürlich. Und das ärgert dann schon, wenn man darüber redet und sagt, da ist was falsch, da liegen Kabel falsch und so. Und dann immer, also, dass das jemand schafft, einen in die Ecke zu drängen, so, und dann, ach, Sie wollen nur einen Provinzflughafen, damit durchkommt und danach wird der Flughafen nicht eröffnet, nochmal verschoben. Und er ist immer noch nicht eröffnet und kostet jeden Monat 30 Mio. Für nichts. Das sind so Dinge, da packt mich der heilige Zorn. Ja, so, das ist dann nicht nur der Schmerz über Sachen, die falsch gelaufen sind damals, die ich hätte besser machen können, sondern eben auch, dass da eigentlich Dinge schon da lagen und ich das nicht durchgekriegt habe, das zu vermitteln. Ja. Also ich erlebe Sie auf der einen Seite sehr befreit. Sie machen so was Verrücktes wie ins Kino zu gehen. Und gleichzeitig aber merkt man, dieses Feuer brennt da noch. Also war das jetzt die letzte Staffel für Sie, um mal in seiner Sprache zu bleiben? Oder kommt da jetzt noch eine Runde?
jetzt fange ich überhaupt erstmal richtig an mit dem Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz. Ja? Jetzt mache ich so nach ein bisschen Distanz dazu, sage ich mal, die Stimme der Verbraucher, da will ich ein Stück zu beitragen. Ja. Das heißt, vorher nur Politik, jetzt Politik und Leben. Genau. Manchmal am Wochenende auch andersrum. Leben und Politik. Das ist auch mal schön, ne? Ja, auch mal schön. Mit 59 wird es mal Zeit. Darf man danke, an der ich bin mal erst sagen. 58. Entschuldigung. Entschuldigung. Okay. Ist gut. Obwohl, wahrscheinlich ist 58, 59 das neue 30. Ich sag's nicht weiter. Bleibt unter uns. Bleibt absolut unter uns. Hatte ich eine falsche Information. In jedem Fall würde ich mich freuen, wenn wir uns sehr regelmäßig hier gelegentlich mal sehen, weil Sie ja jetzt die Opposition sind. Wir müssen uns allein schon deswegen sehen. Argument, gut. Und dann will ich wissen, welche Filme Sie gucken. Und was Sie so empfehlen können. Also letzten Samstag war es der Medikus. Und? Ja gut, aber das Buch, ja gut, kann man hingehen, aber das Buch hat noch mehr Tiefgang. Es ist doch so amerikanisiert, also so viel Technik mittlerweile da drin, ja, und in so Filmen und so, gut. Der Film hatte mich vor vielen Jahren noch, das Buch ja, noch mehr gefesselt, aber... Mich auch, da war ich noch in der Pubertät und da sind sehr viele auch so interessante Dinge übers Leben so stehen da auch drin. Das hat mich damals sehr fasziniert. Aber das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Jan, bevor wir zu dir kommen, möchte ich gerne Herrn Opoczynski fragen, was er jetzt mit seiner freien Zeit macht. Herr Opoczynski geht jetzt auch in den Ruhestand. Also. Nein. Nein. Ich höre beim ZDF auf. Oder so. Weil das heißt, die Arbeit fängt jetzt mal richtig an. Ja. Naja, Sie haben ja den Satz da zitiert, den ich in einem Interview gesagt habe. Ich bin nicht reif für den Seniorenteller. Und damit meine ich, ich habe nichts gegen den Seniorenteller. Ich höre beim ZDF auf, weil ich 65 Jahre alt bin. Und da ist einfach Schluss und das ist ja auch in Ordnung. Das ist ja nicht verkehrt. Aber ich will noch was tun. Ich weiß nicht, ob man es glaubt. Fernsehleute leben ja nur von der Kamera und verstehen ja nichts vom Text. Ich will das Gegenteil beweisen. Ich will ein Buch schreiben. Und ich gebe so ein paar Fälle. Also erstens will ich ein Sachbuch schreiben. Das ist auch schon in Arbeit. Das ist ja noch relativ einfach, dass man ein Sachbuch schreibt. Da sind Fakten drin. Aber eigentlich würde ich gerne Wirtschaftskrimis schreiben. Es gibt einen wunderschönen Fall, da haben drei renitente Alte ihren Finanzberater, der ihnen ihr Geld abgenommen hat, den haben sie, den haben sie gepackt und in den Keller gesperrt und haben gesagt, in diesem Keller bleibst du so lange, bis unser Geld wieder da ist. Das ist natürlich eine harte Nummer, aber man kann die gut verstehen. Und sowas zu verarbeiten in Krimis. Das ist krass, was Sie für Fantasien haben. Nein. Das ist ja real. Nein, die Geschichte ist real. Das ist ja real. Das ist ja keine Fantasie. Ich habe die sehr bewundert, die drei Alten. Die sind ja auch verurteilt worden. Aber sowas gibt es öfter. Es wird nicht alles bekannt. Und Sie können das im Sachbuch nicht schildern. Da gibt es sofort Juristen, Rechtsanwälte. Nein. Und dann gibt es sofort welche, die Sie an den Pranger hängen. Aber im Krimi. Ja. Da können Sie richtig zuschlagen. Ist es wahr, dass Sie, als Sie am ersten Abend vor die Kamera treten sollten, dass Sie sich da richtig einen hinter die Binde gekippt haben? Das ist aber jetzt ein krasser Themenwechsel, oder? Ja. Mit Alkohol wird vieles leichter. Suboptimal. War so? Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Also ich war ja sowieso der Meinung, dass ich vielleicht ein ganz guter Journalist bin, aber ich tauge nicht zum Moderieren. Und damals hat der Chefredakteur gesagt, entweder du moderierst oder du kriegst den Job nicht. Dann habe ich moderiert. Aber das erste Mal bin ich fast gestorben. Und das ist das ein Bild von Ihrer ersten Moderation, Herr Opoczynski, oder frühe Tage? Ich habe versucht, das Archiv... Mit dem Regisseur rede ich nachher noch. Also Das ist ein Bild aus den Anfängen. Der Cognac war so groß musste der Cognac sein. Und dann bin ich relativ selig ins Studio gegangen und habe irgendwie die Sendung überstanden. Danach ging es besser. Ich habe das auch nie mehr gemacht. Das ist ja das Problem, ob man sich das angewöhnt. Und dann habe ich mich auch irgendwann wohlgefühlt. Und irgendwann haben auch die Zuschauer, glaube ich, mich gemocht, so schwierig der Name auch ist. Und ich bin ja auch nicht der Schönheitskönig. Aber es hat funktioniert. Ja. Und ich habe auch sehr viel Zutrauen bekommen von den Zuschauern, sehr viel Briefe, sehr viel auch Hilfe ersuchen, sehr persönlicher Art. Eine Frau hat mir mal ihr Sparbuch geschickt,
ich bin gegen das Sparbuch, weil es Geld verliert. Aber sie hat mir ihr Sparbuch geschickt und hat gesagt, heben Sie das für mich auf. Meine Familie ist hinter dem Geld her. Also das, ja, so weit ging das. So weit ging das. Ja, das ist traurig und natürlich darf ich das gar nicht und kann ich das nicht machen. Aber also ich habe gemerkt, dann irgendwann habe ich mich in dieser Rolle versöhnt, auch als Moderator. Und dann habe ich es auch zum Schluss gerne gemacht. Aber jetzt ist Schluss. Was ist die, um es mal ganz platt zu sagen, die größte Sauerei, die Sie jemals erlebt, entdeckt, aufgedeckt haben? Also die größte Sauerei ist, weil ich sie nicht zum Ende nicht senden konnte, weil ich ein alter Mann, der aber noch voll geschäftsfähig war, geht in eine Sparkasse in Norddeutschland und sagt, ich brauche demnächst Geld für mein Heim, hebt das Geld so auf, dass ich es abheben kann. Und was haben sie gemacht? Sie haben ihm Schiffsfonds verkauft, die 10 Jahre lang festliegend, an die er nicht mehr herankonnte. Und in diesen 10 Jahren haben die Schiffsfonds die Hälfte an Wert verloren. Und wir haben versucht, darüber einen Bericht zu machen. Und wir haben auch Juristen, die uns beraten, bevor wir senden, damit nichts schief geht. Die haben gesagt, ihr könnt das nicht senden. Der Mann war geschäftsfähig. Ja, er ist über den Tisch gezogen worden. Die Banker hätten wissen müssen, dass man das mit ihm nicht macht. Aber es ist nichts zu machen. Das ist so ein typischer Fall. Das ist eine der größten Sauereien, die ich erlebt habe. Mhm. Und deswegen ist es gut, dass Sie noch ein bisschen weitermachen. Wir werden auch gleich noch mal einen weiteren Teil Ihrer Lebensgeschichte hören, wenn wir dann mit Herrn Frankenstein sprechen. Vorher aber zu einem jungen Mann, der bei uns sitzt und der wahrscheinlich morgen mit Spannung auf das guckt, was da passiert. Morgen beginnt der neue Bachelor, ne? Ich bin sehr gespannt, die neue Staffel beginnt, genau. Ja. Guckst du dazu? Ja, das interessiert mich sehr, weil es ist eine sehr einmalige Situation. Ja. Ab morgen bist du Ex-Bachelor. Ich bin morgen Ex-Bachelor, genau. Ich habe meinen Titel verloren, sozusagen. Ja, ja. Wissen Sie, was der Bachelor ist, Frau Kühners? Ja. Wie Sie vorhin sagten, also so ein Mann. Optimale Fragepartnerin, würde ich sagen. Wieso? Also, ne, ja, ein Haus, ein Mann und so und so viele Frauen. 20 Frauen, die neue Bescheidenheit. Die alle wissen möchten, ob er sie auswählt. Das verstehe ich als Prinzip nicht. Ja, gut. Sehr gut. So, dann bitte. Schöner kann man es nicht sagen. Jan, bitte. Wie ist das denn aus verbraucherschutzrechtlicher Sicht zu sehen? Ich weiß ja nicht, welche Verträge Sie da abschließen. Die kann ich jetzt nicht analysieren. Oder so. Ich sehe mich da nicht als Verbraucher. Ach so, nee. Die Frauen ja auch nicht, ne. Nee. Nein, aber ich meine, manche Leute mögen es, irgendjemand muss es ja gucken. Ich denke immer nur, warum sagen die Frauen nicht, ach, gehen wir mal woanders hin. Die können sich auch drei Frauen zusammentun und sagen, schöne Männer gibt es woanders auch, oder wie? So, das meinte ich. Ja. Mein Reden. Ehrlich, Sie müssen es ja erklären. Das Gleiche gilt ja auch für Parteien. Ist ja genau das Gleiche. Ach, geht halt woanders, kann man ja auch sagen. So, nee, aber jetzt im Ernst nochmal die Frage, also warum macht man das und was ist die Idee dabei oder wie fühlt man sich dabei? Ich habe so viele Fragen. Also erstmal, wie kommt man überhaupt dazu? Also das war so, dass ich in einer Diskothek angesprochen worden bin, ob ich denn Single sei und mir vorstellen könnte, eine Frau im Fernsehen kennenzulernen. Also nicht über eine Dating-Plattform, nicht auf einen relativ ungewöhnlichen Weg. Von einem Mann oder einer Frau angesprochen worden? Das waren zwei Frauen, die als Casting-Team unterwegs waren, um den passenden Bachelor, den vermeintlich passenden Bachelor für die Sendung zu finden. So, kanntest du die Sendung vorher? Ich kannte sie, das ist so ähnlich wie beim Dschungelcamp, man kommt ja gar nicht dran vorbei. Ist ja, ist sehr medienpräsent. So, wenn da jetzt einer vor dir steht, oder in dem Fall zwei Frauen, und sagt, möchtest du der nächste Bachelor werden? Ich würde zusammenbrechen. Verlachen? Ja, verlachen. Ja. Ja, ich habe zunächst definitiv Nein gesagt. Geht gar nicht. Ich habe es relativ ernst genommen. Vielleicht auch ein bisschen geschmeichelt gefühlt, ich weiß nicht. Habe aber gesagt, nein, geht auf keinen Fall. Ich arbeite hauptberuflich als Model und auch als Anwalt. Ich glaube, das könnte für beides nicht sehr gut sein. Und ich habe zwei Kinder. Mein Sohn ist aber fast 16. Aber B, was gibt es? Ich habe erst mal lange Nein gesagt. Okay. Sicherlich war das auch ein Kriterium. Aber ab welcher Summe hast du Ja gesagt? Über Geld. Brauchen wir doch nicht reden. Herr Lanz. Okay. 6-stellig? Nur jetzt mal generell so, also so generell, tendenziell so. Also viel interessanter war eigentlich die Zeit danach.
Okay. Mittlerer sechsstelliger Bereich, oder? Okay, egal. Mhm. Also, so, und dann lässt man sich auf dieses Abenteuer ein. Mhm. Und findet sich, ich meine, jetzt mal ganz ernsthaft, da ist einer, das ist ein schlauer Mensch, der hat Jura studiert, der hat was zwischen den Ohren und der kann ja auch eine ganz seriöse Karriere machen. Er hat im Übrigen auch schon eine Karriere, sogar zwei davon. Was sagen denn dann die Kinder beispielsweise dazu? Du hast einen Sohn, ne? Mhm, der ist fast 16. Genau. Das bespricht man sich dann mit dem? Ja, also auf dessen Meinung habe ich sehr viel Wert gelegt, ja, weil ich wollte nicht, dass er in der Schule gemobbt wird oder so. Und jetzt im Nachhinein betrachtet muss ich sagen, also ich bereue eigentlich nichts, habe auch mit meinem Sohn sehr lustige Momente schon erlebt. Der lebt in einem kleinen Dorf, dann hatten die so Schützenfest und dann, er ist fast 16, wurde er von einer 18-Jährigen angesprochen, die hat dann gesagt, hier, ich gebe dir mal meine Nummer, wenn du mit 18 so gut aussiehst wie dein Vater, ruf mich an. So. Und der lacht dann darüber, der findet das auch ironisch, ja, der findet das lustig, der rennt nicht rum und sagt, hey, ich bin hier, mein Papa ist der Bachelor und ich bin der Tollste, sondern den habe ich gefragt und der hat gesagt, Papa, du machst immer so bekloppte Sachen, mach doch das. Okay, ja. So, das heißt, da an der Stelle schon mal abgesichert, dann genau. Trotzdem die Frage, irgendwann kommt es ja zu dieser Situation, das ist in Südafrika, wird das produziert, ne? Ja. Das heißt, ihr sitzt dann irgendwo in dieser Villa, du bist da drin. Genau. Und dann werden dir diese Frauen zugeführt, quasi. Genau. Dann kann man das so sagen. Man lernt die wirklich an dem einen Tag erst kennen. Man hat keine Vorauswahl. Man wird natürlich, ja, vom Sender gefragt, auf welchen Typ von Frau stehst du und sowas. Aber der Sender sucht natürlich auch die Frauen danach aus, dass ein bisschen Konfliktpotenzial besteht. Ganz unterschiedlich. Gibt es da so einen Katalog? Oder? Das weiß ich nicht. Da hatte ich nichts mit zu tun. Okay. So, und während hingegen der Sender dann auch nichts mit meiner Wahl zu tun hatte. Ja, nachvollziehbarerweise, ne? So. Ja. Aber ist das nicht ein komisches Gefühl? Also das ist ja, ich meine, Liebe lässt sich doch nicht auf Knopfdruck so herstellen. Und nein, das ist ja auch keine. Richtig, aber Liebe lässt sich auch nicht auf Knopfdruck unterbinden. Das heißt, wenn da eine dabei gewesen wäre und ich hätte mich. Ich war ja auch ein bisschen verliebt dann. Das konnte man nicht weiter transportieren dann. Umso schöner wäre es, wenn der Christian, der neue Bachelor sein wird, wenn der vielleicht mal seine Liebe da finden wird. In Amerika hat zwei, dreimal funktioniert. Warum nicht auch hier? Die sind wirklich noch zusammen? Ja. Seid verheiratet auch. Ja. Okay. Hast du noch Kontakt zu den Damen von damals? Oder zu wie vielen von den 20? Nur ab und zu mal, weil man trifft sich, man erlebt ja eine sehr bunte Zeit danach, man wird zu vielen Veranstaltungen eingeladen und so, und ab und zu. Was die Bild-Zeitung sagt, dass ich echt so ein Schnösel bin oder so, ach Quatsch, solche Dinge halt. Okay, und die. Sitzt, ne? Genau. Und die ist das die Strafe dafür, die gerechte? Oder? Ja. Ich glaube, die Melli schlägt sich da ganz gut. Also die schwarze Karte hat ja irgendwie eine andere da übernommen. Aber ich wurde dann gefragt, ob ich eine Einladung zum Dschungel bekommen hätte. Und habe ich gesagt, nee. Und ja, es ist die Frage, kann man da stolz drauf sein, dass man keine Einladung bekommt oder nicht? Ich finde absolut, weil gut. Sonst müsste man sich ja die Frage stellen, ist es jetzt soweit? Ist es schon soweit? Ja. Denken die Leute da draußen, genau, dass und man was weiß mein Banker, was ich noch nicht weiß? Richtig, vielleicht. Genau. Oder was weiß der ADAC, was ich noch nicht weiß? Oder die NSA. Ja. Würdest du einschlagen? Würdest du sagen, das mache ich? Ich habe mir natürlich darüber Gedanken gemacht. Und ich würde es dann machen, wenn es einfach realistisch wäre. Wenn man irgendwie 20 Leute im Dschungel aussetzen würde am Amazonas. Ja, das ist, und dann gucken drei Wochen und wer als letzter überlebt hat, gewonnen oder sowas. Aber nicht hier so künstlich irgendwelche Sterne sammeln oder so. Das ist aber eine schöne Formatidee, finde ich. Also, schickst 20 ich war los. Schon mal am Amazonas. Es ist nicht einfach, die Aufgabe, glaube ich. Nee, aber Sie haben überlebt. Ja, aber ich hatte auch jemanden, der da lebt. Ja. Also, ja. Dem bin ich treu gefolgt. Wenn er sagte, hier kann man schwimmen, hier sind keine Piranhas, habe ich gesagt, glaube ich, aber geh du zuerst. Ich glaube, wir haben schon eine Kandidatin dafür auch. Ja. Was machst du heute, Jan, und wie sehr lebst du noch von dieser Sendung? Und wie blickst du vor allen Dingen darauf zurück? Also so viel hat sich gar nicht verändert, das werde ich natürlich sehr oft gefragt. Man muss dazu sagen, ich habe vorher als Anwalt und als Model gearbeitet, da war das Leben schon sehr bunt. Das ist jetzt noch ein bisschen bunter geworden, weil sehr, sehr unterschiedliche Anfragen kommen. Man wird ja, wenn man die Sendung mitgemacht hat, so irgendwie als absoluter Frauenversteher dargestellt. Und so kann es sein, dass ich auf Unternehmertagungen dann zum Thema eingeladen werde.
Kommunikationsprobleme zwischen Mann und Frau auf beruflicher Ebene oder sowas. Ich weiß natürlich, dass das ist ja doch, das wäre ein Seminar für den ADAC. Kommunikation. Ja. Oder so traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast oder sowas. Ja. Aber es ist halt so, ich werde da nicht irgendwie als super Fachmann gebucht, sondern einfach, der das ein bisschen auflockert. Es ist wirklich sehr unterschiedlich. Ich hatte jetzt eine Modenschau moderiert, eine Dessous-Modenschau vom großen Publikum. Fand ich schon sehr lustig, als Model kennt man das. Und zwischendurch habe ich einen Vergleich mit einem anwaltlichen Kollegen am Telefon geschlossen. Und am nächsten Tag hatte ich ein Fotoshooting, wo ich deswegen gebucht war, weil ich halt mit kleinen Kindern gut umgehen kann. Und die Babys, die schreien dann nicht. Und da dachte ich, Mensch, wie verrückt eigentlich, wie unterschiedlich das sein kann. Ist wahr. Würdest du es nochmal machen? Also jetzt auch ganz ernsthaft gefragt, weil das hat ja schon sowas Seltsames, oder? Wenn man da in so einer künstlichen Situation da sitzt und dann hast du da 20 Frauen und suchst dir eine aus. Warst du ernsthaft verliebt in die Frau, die es am Ende dann wurde? Okay, danke. Man nächste denkt Frage. Das dann. Also ich würde es nicht, nochmal machen, aber nur deswegen, weil ich es schon gemacht habe. Vor einem Jahr hätte ich gesagt, klar, ich will das mal ausprobieren, mal gucken, wie das ist. Mhm. Aber die Liebe ist verflogen. Soll es geben, auch im normalen Leben. Ja, absolut. Ich glaube trotzdem, dass sie unter so künstlichen Bedingungen sehr schwer herzustellen ist. Aber nichtsdestotrotz freuen wir uns sehr, dich heute hier in der Runde zu haben. Jan, hast du von Patrick Dahlmann schon mal gehört? Ich habe vorhin, als wir uns unterhalten haben, darüber gehört. Und wirklich Hut ab, Respekt davor. Mhm. So, müssen wir einmal kurz... Einmal kurz erklären, Herr Dahlemann. Also Sie sind in der SPD und haben sich aber auf eine Kundgebung der NPD getraut, würde ich jetzt mal sagen, in der Stimmung gemacht werden sollte oder auf der Stimmung gemacht werden sollte in Ihrer Heimatstadt in Mecklenburg-Vorpommern gegen ein geplantes Asylantenheim. Genau. Und ich versuche die Situation mal zu schildern, weil die Bilder, auch, die es dazu gibt, mittlerweile von der NPD auch juristisch verboten worden sind, also die weitere Verbreitung. Wir dürfen die ja sogar nicht zeigen. Was ist das für eine Situation? Da stehen hunderte Menschen, die zur NPD gehören, oder Tausende. Wie groß war das? Das sind nicht Berliner oder Hamburger Dimensionen, das sind 50er, 100er. Das reicht aber schon für die Situation an sich. Ein Lautsprecherwagen, der erinnert in manchen Situationen vielleicht an Deutschland 1933. Und mancher Inhalt unterscheidet sich in dem auch nicht. Aber man hat eine Handvoll Leute, die sagt, wir halten dagegen. Und wir lassen den Braunen hier keinen Platz. Und wir kämpfen für Demokratie und Toleranz. Mhm. Und ich war Versammlungsleiter dieser Veranstaltung. Innerhalb von 24 Stunden stellt man da mal ganz fix was auf die Beine. Man ist sattelfest in den Dingen, die man da sagen will, weil man gegen diese menschenverachtende Politik einfach was hat. Und man spricht natürlich mit unfassbar vielen Leuten auch in seiner eigenen Stadt. Und nur hat der Nazi diesen dummen Fehler gemacht und versucht, diesen kleinen Sozen da fortzuführen in seiner Heimatstadt. Mich, genau. Und ich bin eben darauf eingegangen, habe diese 10% seiner Redezeit, die er mir anbot, genutzt. Also muss man noch einmal klären, der steht da oben und spricht und verbreitet seine braunen Parolen. Genau. Sie stehen da unten und höre ihm nicht zu, sondern spreche mit den Bürgern. Ja. Habe verschiedene Bürgerspräche geführt, habe gesagt, Leute, passt auf hier, wir sind die Guten, das sind die Nazis, damit ihr es nicht verwechselt. Und dann irgendwann hat er festgestellt, Mensch, da rennt der Dahlemann rum, den forderst jetzt heraus. Und hat sich eingeschossen, Sie, Herr Dahlemann, erklären Sie den Menschen hier in Ihrer Stadt, warum wir, und dann in dem Wortgebrauch Asylschnorrer und diesen ganzen Kram. Und ich dachte mir so, mein Guter, das mache ich jetzt. War fernab aller meiner anderen Mitdemonstranten. Ich weiß genau, die hätten gesagt, mach das nicht, um Gottes Willen, geh nicht ans Mikro der Nazis. Und in den ersten Sekunden habe ich festgestellt und ganz klar gesagt, im Zweifelsfalle, dass ihr diese Bilder jetzt in irgendeiner anderen Form verwendet, ich muss mich an meine Bürger in meiner Stadt wenden und habe zu den Menschen gesprochen. Das heißt, der hat Ihnen von dieser Bühne herunter sehr gönnerhaft sozusagen 10% seiner eigenen Redezeit angeboten. Genau. So nach dem Motto, jetzt werden wir dem Kleinen mal zeigen, was hier gleich passiert. Und jetzt kann er sich mal hier blamieren vor meinen braunen Freunden. Genau, das wäre die Idee. Die Rede ist ja das politische Instrument, was ich habe. Und die haben ihre Reden vom Laufband in der Regel. Mhm. Oder die andere für sie schreiben. Und ich hatte das, was in meinem Kopf und in meinem Herzen war. Und hab das Wie lange haben Sie darüber nachgedacht, ob Sie darauf eingehen sollten? Weil, wie Sie ja sagten, klar ist, Sie gehen da hoch auf diese Bühne. Im Hintergrund ist dieses große NPD-Logo. Und es werden Bilder entstehen, die Sie nie wieder loswerden in Zeiten des Internets. Das heißt, Sie vor diesem NPD-Logo. Ich
bin froh, dass wir die nicht loswerden, weil damit haben wir ja gerade ein Problem. Mhm. Aber ich hatte keine große Zeit, darüber nachzudenken. Es waren wenige Sekunden und diese Sekunden waren auch zum Glück so kurz. Und ich glaube, in allen Interviews, in denen ich jetzt danach darüber rede, verwende ich mehr Zeit dafür, darüber zu reden, wie lange ich darüber nachgedacht habe, als in der Situation tatsächlich. Also Sie haben es einfach gemacht? Einfach gemacht. Dann geht man da durch diese Menge? Da geht man da durch, da hat man sofort ein mulmiges Gefühl, weil man weiß, man steht Ihnen gegenüber und sagt Ihnen, dass ich mit diesen Dingen, die ihr mir hier um die Ohren hauen wollt, nicht einverstanden sind. Und ich habe sie immer als Nazis bezeichnet, da schrecken die ja schon zusammen. Die geben sich ja gerade so ein bisschen den Schafspelz der Nationaldemokraten, den dürfen wir aber auch nicht sozusagen zulassen. Und habe sie als Nazis angesprochen. Man merkt, wie die schon Schaum vom Mund kriegen und links und rechts von mir stehen. Und die haben eine andere Statur, als ich sie habe. Und die Polizei war relativ weit weg. Also es war schon ein sehr angespanntes Gefühl, auf jeden Fall. Also Sie stehen da oben und halten dann diese fünfminütige Rede so aus dem Bauch raus. Was haben Sie denn gesagt? Die Dinge, die einem in den letzten Wochen durch den Kopf gegangen sind. Menschlichkeit. Meine Bürger appelliert, sich in die Situation zu versetzen, wenn man seine Heimat verlassen muss, weil man Angst hat, aufgrund einer anderen Religion, politischen Meinung oder auch Hautfarbe sein Leben damit vielleicht zu verlieren. Und dass die Menschen vielleicht auch ein Stück weit die Rolle derer einnehmen müssen, die zu uns kommen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass unsere Solidarität stark genug sein muss, um anderen Menschen, denen es schlechter geht, zu helfen. Dafür bin ich Sozialdemokrat und das habe ich den Menschen an der Stelle gesagt. Eine Partei übrigens, die ja eine Partei, die diesbezüglich eine sehr, sehr lange und auch große Tradition hat. Wie war denn die Reaktion da unten derer, die dazu gehört haben? Ja, da waren natürlich unmittelbar die Anhänger, die mir Pöbeln, Zurufe da entgegen signalisiert haben. Ich habe diese Zurufe auch immer gleich eingebaut. Ja? Es war die Debatte, ob dieser Block denn nicht lieber abgerissen werden sollte. Und ich habe ganz klar gesagt, ist es nicht viel sinnvoller, ein Gebäude, was dafür errichtet wurde, dass Menschen darin ein Dach über den Kopf haben, dafür zu nutzen, dass Menschen da auch ihre friedliche Ruhe finden jeden Tag. Und es war aber auch eine ganz, ganz ruhige Stimmung. Und immer mehr Menschen aus diesem Stadtteil sind aus ihren Häusern gekommen, aus den Neubauten, die standen an den Balkonen. Ich meine, da redet ihr jüngster Stadtvertreter, den Sie kennen. Ich bin da jeden Tag unterwegs. Sie sind 25, und, ne? Ich bin 25, so genau. Und wir haben danach noch ganz, ganz spannende Gespräche geführt. Ich musste eigentlich unmittelbar weiter, weil es war die nächste Nazi-Demo. Und wir sind denen natürlich hinterhergezogen, klarzumachen, also auch hier seid ihr nicht willkommen. Das galt dann für die Nachbarstadt. Da kam ich mit Verspätung an, was im Nachhinein noch ein paar Probleme gebracht hat, weil ich war ja mein Versammlungsleiter. Da muss ich da sein. Aber ich war dann froh, dass meine Kreisverwaltung da so kulant war und mir dann doch ein bisschen Ruhe eingeräumt hat. So, und Sie haben dann, und das ist etwas, was mir gut gefällt. Sie haben dann einen Film ins Netz gestellt, in dem Sie sozusagen die zentralen Aussagen dieses Vorsitzenden einfach mal einem kleinen Faktencheck unterzogen haben, gemeinsam mit einem, ich finde, sehr couragierten auch Polizisten, der sozusagen mal eine Verbindung hergestellt hat zwischen der Errichtung dieses Asylantenheimes und andererseits einer Kriminalitätsstatistik. Und siehe da, stellt sich heraus, in der Statistik hat sich eigentlich nicht so furchtbar viel getan. Und wenn überhaupt, geht es auch um Angriffe von außen. Was waren denn die Reaktionen, mit denen Sie dann zu tun hatten im Nachgang? So offen macht das ja keiner. Aber was passiert dann abends, wenn man zu Hause ist, Telefon und so weiter? Also 99% aller Reaktionen war ein ganz, ganz breiter Zuspruch. Mhm. Ganz, ganz viele Nachrichten, auch Nachrichten, über die man lachen kann. Also ich habe bestimmt 50 Mal gelesen, der Politiker hat Eier in der Hose, darüber kann ich selber schmunzeln, das muss ich dazu sagen. Aber es kamen natürlich auch Drohungen und es kamen natürlich auch ein paar kritischere Töne von Leuten, die vielleicht nicht die hellste Kerze auf der Torte sind und mir signalisieren wollten, sie haben eine andere Meinung. Aber gut, das muss man aushalten. Wahnsinn. Also. Und wenn ich einmal noch mal ganz kurz auf den Polizisten eingehen darf, der war auch ein ganz, ganz wichtiger Teil dieser Mann. Erstmal ist ein cooler Typ, das muss ich auch mal dazu sagen. Und kluger Mensch auch. Kluger Mann, sehr kluger und vor Mensch. Allem hat er ganz viel Zivilcourage, ja. Weil er auch über das, was er sagen muss, hinausging in seinem Job. Und wenn ein Polizist, ein Inspektionsleiter das sagt, hat das auch noch mal ein anderes Gewicht, als wenn ein Politiker daherkommt. Denn ich glaube, die Glaubwürdigkeits- und Glaubhaftigkeitswerte der Polizisten sind vielleicht etwas besser als von Politikern. Mhm. Deswegen war das natürlich auch ganz wichtig. Also, ich finde das eine faszinierende Geschichte. Und wir haben Sie beide heute gemeinsam zu uns in die Sendung geholt.
weil sie beide auf eine gewisse Art und Weise eine Menge verbindet. Sie beide reden über das, was sie da erlebt haben, sie auf ihre Art und Weise im Jahre 2013, 2014. Und Herr Frankenstein, der eine ganz andere Geschichte erlebt hat, der einer der ganz wenigen Berliner Juden ist, die es geschafft haben, inmitten dieses braunen Terrors, mitten in dieser Stadt, nicht nur zu überleben, sondern eine Familie großzuziehen, zwei Kinder mit seiner Frau gemeinsam auf die Welt zu bringen und am Ende als einzige Familie, gesamte Familie, tatsächlich zu überleben. Was, eine der ganz wenigen. Was gab vielleicht noch einige. Mhm. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie diese Geschichte hören von Herrn Dahlemann? Also zuerst einmal meine Hochachtung. Vielen Dank. Machen Sie weiter. Ich dachte, da kommt jetzt noch was. Entschuldigung. Nein. Ich, Herr Frankenstein, ich kann wir wollen nicht mehr sagen, aus nein, meiner Hochachtung. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Und Herr Frankenstein, wir wollen, bevor wir in Ihre Geschichte eintauchen, wollen wir uns einen kurzen Film ansehen, um einmal zu verstehen, was Ihnen damals widerfahren ist. Bitte schön. Herr Frankenstein, wird gerne direkt mit Ihnen in diese Geschichte einsteigen. Wann haben Sie das erste Mal gespürt, da ändert sich gerade was in dieser Stadt? Sie haben in Ihrem sehr, sehr lesenswerten Buch, Nicht mit uns ist der Titel, geschrieben, bis 1933 in etwa war eigentlich alles in Ordnung. Was passierte dann? Ich bin in einer kleinen Stadt geboren, in Flatow. Das ist eine kleine Stadt in Westpreußen. Dieser Teil gehört heute zu Polen. Und in dieser Stadt war bis zum 30. Januar alles in Ordnung. Ich hatte genauso viel christliche wie jüdische Freunde. Und es gab keinen Unterschied. Und dann kam der 30. Januar. Und da änderte sich alles. Und dann kam natürlich am 1. April 1933, also zwei Monate nach der Machtergreifung, kam der erste Boykott jüdischer Geschäfte. Und auch bei uns in Flatow, also man hatte nicht die Flatow-SA da ausgeschickt, um die jüdischen Geschäfte, die Schaufenster einzuschlagen, sondern es kam von anderen Orten und die Flatow-SA-Leute hat man woanders hingeschickt. Mhm. Und ich stand am Fenster über unserem Geschäft. Wir hatten einen kleinen Landhandel, wie man das nennt, und eine Gastwirtschaft. Und da zog eine Gruppe SA-Leute vorbei. Und der eine zog seine Pistole und schoss zu uns ins Haus. Es wurde niemand verletzt, aber ich stand da oben am Fenster und dachte, lieber Gott, wenn dieser Mann nicht innerhalb der nächsten 50 Meter tot umfällt, dann glaube ich nicht mehr an dich. So ist es leider geblieben. Aber da änderte sich die Welt für mich. Es gab Menschen, die mir was tun wollten. Mhm. Das heißt, das war der Moment, an dem Sie aufgehört haben, tatsächlich an sowas wie Gott zu glauben? Ja, ich bin bis zum heutigen Tage Atheist geblieben. Ich kann leider, ich bedauere es, den Glauben nicht wiederfinden. Mhm. Im Alter von 12 Jahren, ich fasse Ihre Geschichte jetzt ein bisschen zusammen. Im Alter von 12 Jahren sind Sie dann nach Berlin gebracht worden, ja, weil Ihre Eltern es dort nicht mehr für sicher hielten in Flatow. Nein, nicht deswegen. Sondern? Sondern in den Anfang, der, also bevor die Sommerferien anfingen, kam der Rektor oder einer der Leiter der Schule kam und sagte zu mir, ließ mich in sein Büro rufen und sagte, nach den Sommerferien kannst du hier nicht mehr in die Schule gehen. Wir wollen keine jüdischen Kinder in unserer Schule haben. Und da hat mein Onkel mir, der in Berlin lebte, der besorgte mir einen Platz im Auerbachschen Waisenhaus. Das klingt so Waisenhaus, aber das war ein Paradies. Erstens mal, ich war unter Gleichaltrigen. Mhm. Ich war, es gab da keine Hitlerjungs, die mir ans Leder wollten. Und in der Großstadt ist man mehr anonym. Mhm. Sie haben mal gesagt, das war eine Insel im großen braunen Meer. Ja. Das Beste, was mir passieren konnte. Ja. Und Sie haben dort 1941 auch jemanden getroffen. Ja, dieses Auerbach wurde, nachdem ein
ein Kinderheim nach dem anderen jüdischen Kinderheim beschlagnahmt wurde, da sammelte sich alles im Auerbach. Mhm. Und da kam ein junges Mädchen, die eine Praktikantin im jüdischen Taubstummheim war. Die kam mit ihren Kindern ins Auerbach. Und ich saß mit zwei Freunden auf einer Bank. Und wir hatten einen sehr großen Hof mit Bäumen und war wunderbar dort. Und zwei Freunde und ich, wir saßen auf der Bank. Und da ging ein junges Mädchen vorbei. Und da guckte ich dahin und da sagte ich, die oder keine? Und das wurde meine Frau. Dieses Mädchen war ein klein wenig älter als sie selbst. Ja. Dachte die auch der oder keiner? Das weiß ich nicht. Sie hat das nie irgendwie zugegeben. Aber auf jeden Fall, sie war 2 Jahre älter als ich. Und das hat wunderbar geklappt. Wir waren 68 Jahre zusammen, 67 Jahre verheiratet. Und haben dann also 2 Kinder gehabt, die wir durch die Zeit gebracht haben. Darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen. 1942 dann hat die Deportation von Juden in Arbeitslager begonnen, so hieß das zumindest. 41. Genau, 41, 42. Wann war Ihnen klar, das sind nicht einfach nur Arbeitslager, da reden wir auch über Vernichtungslager? Das war im Ende 42. Weil bis dahin hatte man immer geglaubt, man wird nach dem Osten geschickt zur Arbeit. Und Ende 42 wurde uns bekannt, dass das Vernichtung war. Da wurde Auschwitz eröffnet. Und dann war es keine Frage mehr. Es wurden ja vorher schon Juden massenweise erschossen und, mhm, und in Autos vergast und alles sowas. Aber wir wussten davon zu wenig und wir glaubten nicht daran. Mhm. Wir glaubten nicht, dass Menschen so grausam sein können. Und dann waren natürlich Zeugenaussagen und Beweise, mhm, da, dass wir Ende 42 wussten, was los ist. Sie haben dann auch einen Bericht gehört aus Ihrem engeren Umkreis, ja, ein Arbeiter, der Ihnen was, ja, erzählte. Mein Stiefschwiegervater, meine Schwiegermutter war dann 34, hatte sie einen Arier geheiratet. Und der hatte einen Arbeitskollegen, der wurde nach Auschwitz geschickt, um die Öfen für die Kremierung der Opfer zu bauen. Und der kam zurück und erzählte meinem Schwiegervater alles. Und da wussten wir natürlich, das waren Augenzeugenberichte. Und da war's, das war uns klar, das war in der, mhm, Jahreswende 42-43. Mhm. Wenn man diese Geschichte hört, Herr Opoczynski, dann schwingt auch immer mit, was wussten die Opfer, aber wie viel wussten auch die Täter. Und in vielen Familien wurde darüber nicht gesprochen, sowohl über das, was die Täter gemacht haben, als auch über das, was den Opfern zugestoßen ist. Wie war es in Ihrer Familie? Ich hab das erst erfahren, als beide Eltern gestorben waren. Die waren beide Opfer. Und die haben kein Wort geredet. Also es gab höchstens solche Hinweise wie, zu dem Geschäft gehen wir nicht, sagte mein Vater, das war früher ein Nazi. Das hat er so gesagt. Ich habe als Kind gar nicht genau begriffen, was war der. Aber dass mein Vater im Gefängnis war, zu Zwangsarbeit verurteilt und meine Mutter im KZ in Ravensbrück, das habe ich erst hinterher erfahren. Sie haben nicht darüber gesprochen. Und ich habe dann, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, ich habe irgendwann begriffen, dass auch die Opfer gerne schweigen und nicht, mhm, über diese Zeit reden wollen. Sie wollten nicht darüber reden. Ich habe erst im Nachlass die Dokumente gefunden und es haben sich Freunde von meinen Eltern gemeldet und mir deren, mhm, Geschichte erzählt. Mein Vater war nicht nur Halbjude, das war damals schon schlimm genug, der war auch noch Kommunist. Das war bei Nazis nicht gut. Das war nicht gut. Und er war aktiv noch, als Hitler schon, mhm, herrschte, mhm, und wurde beim Verteilen von Flugblättern erwischt. Deswegen kam er ins Gefängnis. Vielleicht hat ihm das Leben gerettet. Und meine Mutter, das war halt Sippenhaft, so hieß das damals, mhm, das schreckliche Wort, die wurde dann nach Ravensbrück geschickt. Und hätten die nicht beide überlebt, ich bin 48 geboren, dann hätte es mich nicht gegeben. Mhm. Aber sie haben immer geschwiegen. Haben immer geschwiegen. Mhm. Herr Frankenstein hat einen anderen Weg gewählt. Sie sagen, ich muss darüber reden, solange ich noch reden kann.
Ja, ich fühle das als Überlebender, als eine Verpflichtung. Mhm. Und was mir so wichtig ist, das ist, ich muss mit jungen Menschen reden. Und ich jetzt sage Ihnen immer, ein Volk ist wie ein Baum. Ein Volk, das keine Wurzeln hat, also seine Geschichte nicht kennt, trägt auch keine Blätter. Und ich lehne jede Verantwortung für diese jungen Menschen ab. Sie haben keine Verantwortung. Sie haben eine Pflicht für die Gegenwart und für die Zukunft. Mhm. Und deswegen rede ich mit jungen Menschen und ich versuche sie dazu zu bringen, selbst zu denken. Ein selbstdenkender Mensch kann nicht zu einem Wahnsinnigen wie Hitler verfallen. Mhm. Und das heißt, Sie kommen immer wieder aus Schweden, aus Stockholm, wo Sie leben, zurück nach Deutschland, halten hier Vorträge an Schulen, sprechen vor allen Dingen mit der jüngeren Generation über das, was da passiert ist. Zurück in diese Zeit. Wann begann dieses Leben im Untergrund und wie haben Sie überhaupt überlebt? Ich sage ja immer, Frechheit, keine Angst und gute Freunde. Das sind die Grundpfeiler für Menschen in einem solchen Landstaat zu überleben. Und glücklicherweise hatten wir keine Angst. Wir waren frech und wir hatten gute Freunde und hatten Glück. Das heißt, Sie hätten ja diesen sogenannten Judenstern tragen müssen? Ja, den haben wir schon abgemacht, bevor wir deportiert werden sollten und sind in den Vergnügungspark, in die Oper und ins Theater gegangen. Wir haben uns auf Bänke gesetzt, demonstrativ auf dem im Park, in dem dran stand, für Juden verboten. Nur um uns selbst und anderen zu beweisen, hier darf man keine Angst haben. Hier muss man sich opponieren. Und hier gibt es das ist ein passiver Widerstand, der geleistet werden muss. Der Gedanke war, nicht mit uns. Nicht mit uns. So wie dieses tolle Buch auch heißt. Ein schöner Titel, finde ich, nicht mit uns. Das heißt, Sie haben sich dem widersetzt, entzogen, auch mit dieser Chuzpe und dieser Frechheit, die Sie da besessen haben. Ja. Dieses nicht mit uns, das ist auch interessant. Im Oktober 1941 ging der erste Transport deutscher jüdischen Glaubens, ich will das ganz betonen, so ist es, von Berlin in den Osten. Und mit diesem Transport wurde auch ein Cousin von mir mit deportiert. Und wir hatten, meine Frau und ich, wir hatten das bei meiner Mutter, die mit der Mutter dieses Cousins zusammen wohnte, hatten wir erlebt die Vorbereitung zu diesem Transport. Und dann das Abschied nehmen. Und als wir dann weggingen und wieder nach Hause gingen, da sagten wir uns nicht mit uns. Und seitdem ist dieses Wort für uns eine Verpflichtung, ein Schwur geworden. Und wir haben mit allen Mitteln dagegen gekämpft, nicht deportiert zu werden, den Hitler zu überleben und unsere Kinder mit durchzubringen. Und heute ist das für mich noch diese Verpflichtung, jungen Deutschen zu erklären, sie sollen selbst denken. Um nicht wieder einen neuen Hitler. Und meine Angst ist, wenn mal schlechte Zeiten kommen, dann können diese Typen wieder auftauchen. Und das möchte ich verhindern. Das ist verhindert. Deswegen führen wir auch unter anderem dieses Gespräch. Herr Frankenstein, wie haben Sie und wovon haben Sie gelebt? Ja, wenn wir nicht Freunde gehabt hätten, dann hätten wir auch nicht überlebt. Und wir hätten auch nicht die Möglichkeit gehabt, zwei kleine Kinder mit durchzuziehen. Aber wir hatten Freunde und die haben uns geholfen. Deutsche Christen. Ich habe immer gesagt, die Juden, man sagt immer die Juden, das waren ja deutsche Bürger jüdischen Glaubens. Genauso wie es Katholiken deutschen Glaubens sind und Protestanten, so waren das deutsche jüdischen Glaubens. Mein Onkel, der war im Ersten Weltkrieg Oberstabsarzt und ja, der hat sich so als Deutscher gefühlt und hat uns auch das Deutschsein mitgegeben.
würde gerne noch mal auf Ihre ganz persönliche Lebensgeschichte. Sie haben sich durchgeschlagen mit so kleinen Handwerksarbeiten, ja, unter anderem. Ist es wahr, dass Sie irgendwann sogar für Adolf Eichmann ganz persönlich in dessen Büro gearbeitet haben? Ja, das war in der Zwangsarbeitsperiode. Ich war nämlich auf die jüdische Bauschule gegangen, wurde zum Maurer ausgebildet, wurde dann, als die von der Gestapo geschlossen wurde, von der jüdischen Gemeinde als einziger Schüler mit den beiden mit dem Theorie- und Praxislehrer übernommen als Handwerker. Mhm. Wir haben dann Reparaturen in den jüdischen Häusern ausgeführt. Und in der jüdischen Gemeinde gab es 12 Handwerker verschiedener Berufe. Und die wurden dann abgerufen von der Gestapo, vom SD, also die Spitze der Gestapo. Und wir mussten dann für sie arbeiten. Die hatten Häuser der Freimaurerlogen, hatten die beschlagnahmt und die wurden umgebaut zu Reichssicherheitshauptämtern. Und ich arbeitete dann im Reichssicherheitshauptamt 6 in der Emser Straße in Berlin. Und von dort hat man mich dann weitergeschickt in das Büro von Eichmann. Und da habe ich auch eine Telefonleitung verputzt. Und da war ein schöner Teppich. Und da sagt man, du Jude, ein Fleck auf dem Teppich und morgen bist du in Auschwitz. Da war das ausgesprochen. Also das war schon Dezember, Januar 1943. Und da wusste ich ja, was Auschwitz bedeutet. Und Sie beschreiben das in Ihrem Buch, was das für eine wahnsinnige Situation war. Das heißt, da ist jetzt nicht jemand, der einfach diese Leitung verlegt und verputzt und sozusagen von morgens bis abends seine Arbeit macht für einen Menschen, von dem wir heute wissen, dass er sozusagen der Schreibtischtäter überhaupt war, wenn es um die sogenannte Endlösung ging und um die wirklich massenhafte Vernichtung von Juden. Sondern Sie haben dort gearbeitet mit Maschinenpistolen in Ihrem Rücken. Ja, ich hatte hinter jedem von uns jüdischen Arbeitern stand ja ein SS-Mann mit der Maschinenpistole in der Hand. Den ganzen Tag? Den ganzen Tag. Wir waren die ganze Zeit bewacht. Und Ich war so frech. Es gab dort einen Untersturmführer, Hahn. Hahn. Und das war der Verantwortliche für die Wachmannschaft. Und der kam jeden Tag zu mir und sagte, du, Jude, mehr arbeiten oder morgen Auschwitz. Und warum das? Weil er merkte, ich hatte keine Angst vor ihm. Und das konnte ein SS-Mann nicht ertragen, dass ein Jude keine Angst vor ihm hatte. Und da war ich so frech, ich ging zu seinem Vorgesetzten, dem Sturmbannführer Burmeister, stellte mich in stramme Haltung und beklagte mich über den Untersturmführer Hahn. Ich beschwerte mich über den. Und der wurde von dem ausgescholten und hat mich dann die ganze Zeit, die ich dann noch da gearbeitet habe, in Ruhe gelassen. Also Frechheit sieht. So, das ist nur die eine Seite dieser Geschichte. Ich würde gerne einen Bogen schlagen, in dem sich der Kreis dann irgendwann schließt. Sie mussten sich dann teilweise von ihrer Familie trennen. Ihre Kinder sind sozusagen unter diesen abenteuerlichen Umständen zur Welt gekommen. Sie beschreiben auch, wie sie gerade in diesen Bombennächten immer rausgegangen sind auf die Straße, weil sie das Gefühl hatten, das ist eigentlich der Moment, an dem ich mich einigermaßen sicher fühlen kann. Also Fluch und Segen zugleich. Ja, nicht nur das. Ich war erst mal, wenn die Bomben fielen, war ich ein freier Mensch. Es war niemand anders auf der Straße. Aber es war auch noch etwas anderes. Durch die Bombenexplosion sind auch Schaufensterscheiben kaputt gegangen. Und da gab es auch Lebensmittelgeschäfte. Und da gab es dann ein bisschen Milchpulver und Eierpulver und ein paar Kohlrüben. Und das habe ich mitgenommen. Damit habe ich auch geholfen, die Kinder durchzubringen. Mhm. Hätte mich dort jemand erwischt, wäre ich also sofort wegen Plünderung erschossen worden. Aber ja, es gab ja keinen Ausweg. Mhm. Und dieses Freiheitsgefühl, wenn die Bomben fielen, das war etwas Wunderbares. Mhm. Mir konnte keiner raus. Mhm. Ja, wir haben es geschafft. Und Sie hatten immer wieder, auch das schildern Sie sehr nachlesenswert, immer wieder Begegnungen auch in S-Bahn, U-Bahn, als Straßenbahn, was es damals gab, sind da reingegangen, um sich aufzuwärmen, weil man sonst einfach so fürchterlich gefroren hat. Und immer Angst davor, entdeckt zu werden. Keine Angst. Immer auf der Wacht. Aber es ist zum Beispiel passiert, dass ich
tagelang nicht, nächtelang nicht geschlafen hatte. Es gab nirgendwo zu schlafen. Und dann fuhr ich einen Morgen mit der S-Bahn. Und das war das erste Mal, dass ich mich in der Bahn hingesetzt habe und bin eingeschlafen. Und dann klopfte mir jemand auf die Schulter und ich guckte auf und da war es ein Oberfeldwebel von der Militärpolizei. Diese Kettenhunde, die nannte man so, weil die ein Metallschild trugen, das an einer Kette hing. Und sagt Ausweis und dann habe ich so in gebrochenem Deutsch gesagt, ach, ich komme jetzt von der Nachtschicht und ich muss den Ausweis in den Arbeitskleidern vergessen haben. Und da sagte, gut, wir gehen zur nächsten Polizeistation und zur Polizeiwache. Und das war Friedrichstraße und da stiegen wir aus. Und unten an der Rolltreppe sagte ich zu ihm, ich hielt ihn an und sagte, ich bin Jude, ich lebe illegal. Und wenn Sie mich jetzt mitnehmen zur Polizei, bin ich morgen in Auschwitz. Und da stand er und überlegte und dann sagte er, verschwinde. Ich suche keine Juden, ich suche Deserteure. Und das ging. Auf diese Art und Weise immer wieder ihren Häschern sozusagen entkommen. Ja. Wir sind leider am Ende unserer Sendezeit und ich würde gerne Schluss machen mit einem Satz, den Sie über Ihre Frau gesagt haben, die wir hier sehen, Leonie, die 2009 gestorben ist. Ein wirklich schöner Satz, mit dem wir uns jetzt in die Nacht verabschieden. Sie haben gesagt, wir haben nicht fertig geredet. Nein, wir haben 68 Jahre lang diskutiert, debattiert, miteinander geredet. Und bis nächtelang, wir haben aber nie fertig geredet. Und ich finde es gut, dass Sie auch jetzt nicht aufhören zu reden, sondern immer weiter erzählen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Walter Frankenstein. Herzlichen Dank für den Besuch in der Sendung. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Renate Künast, Michael Opoczynski, bei Jan Kalitschka. Herzlichen Dank. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Patrick Dahlemann. Das war's für heute. Jetzt die Kollegen von heute Nacht. Wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Renate Künast ist heute unser Gast, genauso wie Michael Opoczynski. Der Bachelor wird bei uns sein. Jan Kralitschka, außerdem ein junger SPD-Politiker, Patrick Dahlemann, der bei einer NPD-Veranstaltung zum Mikrofon gegriffen hat und uns erzählen wird, was dann passierte. Und wir freuen uns über einen der letzten Holocaust-Überlebenden. Walter Frankenstein ist heute unser Gast. Schönen guten Abend, ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Schönen guten Abend in die Runde, ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind. Schönen guten Abend, ja. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, schönen guten Abend auch Ihnen zu Hause. Ja, ganz egal, was passiert, ob das Klima kippt, ob Griechenland zusammenbricht, ob möglicherweise der Euro zusammenbricht, irgendwann kommt immer einer und rettet uns, nämlich der ADAC. So war es zumindest bisher. Jetzt allerdings hat ausgerechnet eine der letzten moralischen Instanzen in diesem Land ein höchst unmoralisches Problem. Und darüber wollen wir heute reden. Ihm und seiner Redaktion dämmerte das schon 2007 bei einem Leihwagentest, unter anderem auf Mallorca. Und schon damals gab es Ungereimtheiten. Er sagt heute, der ADAC ist ein Großkonzern geworden und er ist viel zu groß geworden. Über viele Jahre hinweg hat er den Multis in Wieso auf die Finger geguckt, sehr kritisch. Jetzt ist Schluss, sagt er, denn offiziell geht er in den Ruhestand. Inoffiziell sagt er allerdings, ich bin in Wahrheit noch lange nicht reif für den Seniorenteller. Herzlich willkommen, Michael Opoczynski. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, und bei uns heute eine Frau, die erlebt hat, was passiert, wenn man sich mit den ganz Großen anlegt, zum Beispiel mit der mächtigen Agrarlobby oder mit dem Bauernbund. In unsere Kühe gehören nur Gras, Wasser und Getreide, hat sie immer wieder in volle Bierzelte gerufen und wurde dafür mehr als einmal ausgebuht. Sie hat durchgezogen, so wie damals, als sie gegen den Willen der Eltern ein Studium angefangen hat. Was aber jetzt? Zum ersten Mal seit 14 Jahren steht sie nicht mehr in der allerersten Reihe der Politik. Herzlich willkommen. Willkommen, Renate Künast. Freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Ja, Michael
Michael Opoczynskis Eltern haben ihm nie wirklich erzählt, was ihnen in der Nazizeit widerfahren ist. Er dagegen hat nie geschwiegen und hält bis heute Vorträge an Schulen, hat auch ein sehr, sehr lesenswertes Buch über sein Überleben geschrieben. Er ist einer der ganz wenigen Juden, die den Holocaust mitten in Nazi-Deutschland im Berliner Untergrund überlebt haben. Zwei Kinder haben er und seine Frau inmitten brennender Ruinen auf die Welt gebracht. Und er hat sogar für Eichmann, den berüchtigten Adolf Eichmann, als Handwerker gearbeitet. Zitat: Wenn ich nur einen Fleck auf dem Teppich finde, Jude, dann bist du morgen in Auschwitz. Das waren Sätze, die da fielen. Herzlich willkommen, Walter Frankenstein. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, und Walter Frankenstein sagt, meine Angst ist, dass wieder schlechte Zeiten kommen und damit wieder Raum für Nazis entsteht. Raum für Nazis, genau das wollte er verhindern und hat sich bei einer NPD-Kundgebung gegen ein Asylantenheim das Mikrofon geschnappt und vor hunderten NPD-Anhängern gegen rechte Parolen gewettert. Ich hatte ein mulmiges Gefühl, sagt er heute. Herzlich willkommen, Patrick Dahlemann. Schön, dass Sie bei uns sind. Ich freue mich sehr. Ja, und weil auch das zum Leben gehört, wollen wir heute Abend auch über einen Mann reden, der berühmt wurde, weil er erstens der mit Abstand schönste Mann Deutschlands ist, und zwar weltweit. Und zweitens, weil er gezeigt hat, dass man als Mann auch mal mit einer Rose in der Hand in der Gegend rumstehen kann, ohne gleich die Hauptrolle in einem Pilcherfilm übernehmen zu müssen. Das Einzige, was er dafür leisten musste, war, mit 20 Frauen allein in einer Villa zu wohnen. Und manche sagen jetzt, was für eine arme Sau. Herzlich willkommen, Jan Kral. Schön, dass du da bist. Ja, schönen guten Abend nochmal in die Runde. Schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie alle bei uns sind. Vor allen Dingen freue ich mich sehr über Ihren Besuch. Herr Frankenstein, darf man das sagen? Sie sind 89 Jahre alt. Ja. Genau 89 oder? Nein, 89,5 und 21 Tage. Sehr gut, sehr gut. Und das Foto, das wir hier an Ihrer Seite sehen, das ist Ihre Frau. Ja. Leonie. Wie lange waren Sie mit Leonie verheiratet? Wir waren 68 Jahre zusammen und 67 Jahre verheiratet. Und leider ist sie vor 5 Jahren gestorben. Und Sie haben gesagt, wenn ich heute in die Sendung komme, dann möchte ich, dass dieses Bild hier steht, weil ja, ich habe meine Frau immer dabei. Bei allen Veranstaltungen, wo ich mit war, war immer meine Frau mit mir. Und so soll es auch bleiben, solange ich lebe. Was für eine schöne romantische Geschichte. Jetzt muss ich fast ein bisschen schlucken. Herzlichen Dank fürs Kommen in jedem Fall. Wir werden später mehr davon hören. Zunächst mal Frage in die Runde. Wer ist beim ADAC hier in der Runde? Komm, es müssen mehr sein. Ja. Herr Opoczynski, haben Sie sich das vorstellen können, was Sie da jetzt gehört haben? Die Wahl zum Lieblingsauto der Deutschen offenbar manipuliert. Nein, das habe ich mir nicht vorstellen können. Aber erst mal, ich bin seit 1977 ADAC-Mitglied und diese gelben Engel, das sind die, die da kommen und einem helfen, die haben mir auch schon geholfen. Ich habe früher immer alte Autos gehabt und der ADAC war mein Retter. Da lasse ich nichts drauf kommen. Ich glaube, dass auch diese gelben Engel mit ihren Autos an der Autobahn, dass die den guten Ruf begründet haben. Mhm. Deswegen hat man denen auch vertraut. Und deswegen haben die auch 19 Millionen Mitglieder, nicht wegen irgendeiner Veranstaltung da irgendwo in der Residenz in Bayern. Aber vielleicht sind sie größenwahnsinnig geworden. Irgendwann, man ist der größte Verein Europas, man macht 1 Milliarde Umsatz mit Finanzgeschäften und. Mhm. Und dann irgendwann denkt man, es gehört einem die Welt. Mhm. Und dann passiert's. Werden wir gleich ausführlicher sprechen. Frau Künast, Sie als ehemalige Verbraucherschutzministerin waren auch zuständig für den ADAC? Ja, als Verbraucherschutz in gewisser Weise schon, ja. Natürlich nicht für seine Vereinsstruktur oder sein Wirtschaftsgebaren, aber schon immer die Frage, wie transparent... Da sind wir uns einig. Und das geht nicht. Ich finde, man muss, wenn man für die Autofahrer da ist, dann soll man das mit vollem Herzen sein.
Und wenn man Partnerschaften eingeht und Gewinne machen will, dann ist das die andere Kiste. Sie müssen es auseinandernehmen, sonst wird das nichts mehr. Und im Moment, das ist ja eine kleine Geschichte mit diesem Lieblingsauto der Deutschen, das ist ja keine so große Geschichte, aber sie erschüttert den ganzen großen, fetten ADAC, weil sie auch nicht richtig offen damit umgehen. Wir haben versucht, mit ADAC-Leuten zu reden, die haben einen Maulkorb. Außer dem Geschäftsführer, der ist vor die Presse gegangen. Wir hören, dass in der Pressestelle alle Leute, Pressestelle ist dazu da, um mit Journalisten zu reden. Alle sind still, alle sind verschreckt. Es wird der böse Mensch gesucht, der mit den Journalisten gesprochen hat und die Sache ans Licht gebracht hat. Das ist doch nicht in Ordnung. So geht man doch nicht mit so einer Geschichte um. Da muss man doch offen mit umgehen. Im Grunde muss man den belohnen, der es aufgedeckt hat, und nicht jagen. In Ihrer Zeit als Verbraucherschutzministerin, da reden wir ja jetzt auch über so eine Grauzone, von der wir immer wieder hören und nie so richtig fassen können, was das eigentlich ist. Lobbyismus. Menschen, die sozusagen im Interesse großer Konzerne, auch ADAC beispielsweise in Berlin, auch durchaus Politik machen. Ist das etwas, was nach Ihrer Beobachtung zugenommen hat und dessen man sich auch teilweise massiv erwehren muss? Ja, hat zugenommen in den letzten 10 Jahren, auf alle Fälle. Das merken Sie überall, das merken Sie, um beim Thema Auto zu bleiben. Automobilkonzerne, die Merkel und andere dazu bewegt haben, gegen zu scharfes Runterfahren der CO2-Werte bei Autos zu sein zum Beispiel. Also da sind schon ganze Trupps mittlerweile unterwegs, die Regierungs-Oppositionsmitglieder versuchen, Kontakt zu kriegen, die in Brüssel aktiv sind bei den Sachen, die da sind. Schreiben die nicht manchmal Gesetzentwürfe? Naja, das hat es auch gegeben, ja, dass die selber ihre eigenen Gesetze schreiben. Ja, dass vor allen Dingen Leute sozusagen mal 2, 3 Jahre in einem Ministerium gearbeitet haben und mitgearbeitet haben am Gesetzentwürfen, die ihre Branche betroffen haben. Und es war nicht mal transparent. Also an der Stelle hätte man ja sagen müssen, selbst wenn da mal einer als Fachmann ja da ist, dann muss das transparent sein, wer diese Person ist. Und es muss dann zum Zweifelsfalle draufstehen, dass die Person fachlich gefragt wurde. Was ist die absurdeste Lobby, mit der Sie jemals zu tun hatten? Die absurdeste, ich glaube, so das ein oder andere Unternehmen beim Thema Süßigkeiten oder so, die gesagt haben, wenn man eine Lebensmittelampel hätte, also wo man Grundnahrungsmittel grüner Punkt, im Maßen zu verzehren gelber Punkt und Süßigkeiten roter Punkt. Also, ja, wenn man das drauf machen würde, dann wäre das eine Diskriminierung von Pralinen, von sonst wie und ähnlichem. Da gab es und hat es immer viel Druck gegeben. Also das heißt, auf mich, Sie haben ein Pralinen-Antidiskriminierungsgesetz. Dann ja, das war so die Idee. Ja. Das war der Punkt, der Vorwurf. Ja? Verstehe. Ja. Gleichwohl, ich ja immer denke, die Praline, die belgische Praline, lässt sich nicht diskriminieren. Die ist einfach gut. Ja. Jeder weiß sowieso, dass man nicht den ganzen Karton essen soll. Anders als in dem Film, wo immer die frustrierten Damen mit Liebeskummer am Bett sitzen und dann du denkst, die essen jetzt die ganze Kiste leer und wir denken immer, wie machen sie das? Ja, das machen die auch. Sehen so aus, das machen die. Das machen die auch. Genau, aber das ist so, naja, da ist natürlich auf der anderen Seite, ist natürlich die Frage dagegen, wir haben so viel Übergewicht in dieser Gesellschaft, richtig krankhaft, mit Diabetes, das bei Kindern zunimmt. Insofern muss Politik das ja irgendwie ausbalancieren. Ja? Und da geht es in Wahrheit gar nicht um Pralinen, es geht um Cornflakes und viele andere Dinge. Wo versteckt der? Ist nur ein Beispiel von die ganz, Zucker ganz sind, ja. Und viele andere auch. Und das gibt's, ist ja immer der Punkt. Ne? Und das, was Sie auch erlebt haben mit der Agrarlobby zum Beispiel, wenn man dann in so einem Bierzelt sagt, in unsere Kühe gehört nur Getreide, Wasser und ein bisschen Gras. Was ist dann das Gegenargument? Was kriegt man da zu hören? Ja, auch, das sei so abwertend, das stimmt nicht und man hätte ja gar keine Ahnung oder so. Aber okay, das hat man in der Politik ja immer umsonst. Mhm. In dem Augenblick, wo du was anpackst, aber ich glaube, Journalisten erleben das auch, wo du was anpackst und den Finger in die Wunde hältst, kriegst du natürlich auch Gegenwehr und wirst Leute versuchen, dich runterzumachen oder so. Da muss man halt beharrlich weiter geradeaus gehen. Ja? Wie geht's denn da jetzt weiter, Herr Opoczynski? Beim ADAC? Ich glaube nicht, dass die Geschichte erledigt ist. Und ich glaube auch nicht, dass man sagen kann, das war ein böser Pressechef und den haben wir entlassen und jetzt sind wir wieder gut. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass das alles nur sein Werk war und dass alle anderen nichts gewusst haben. Das kann eigentlich gar nicht sein. Also, naja, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass der ADAC sich ehrlich machen muss. Und nur eine Pressekonferenz, ich entschuldige mich und Schluss und wir machen so weiter, das kann es nicht sein. Ich glaube, dass der ADAC sich neu aufstellen muss und muss zeigen, wir sind für die Autofahrer da und das meinen wir ehrlich. Mhm. Und alles andere machen wir transparent und zeigen deutlich, wo wir stehen. Mhm.
und wir sind offen und wir sind ehrlich. Und wenn es Kooperationen gibt, es reicht ja schon, offen darüber zu reden, aber nicht alles zu verstecken und den Leuten Maulkörbe zu verteilen. Also, wir werden das weiter verfolgen. Das geht weiter. Bin ich mir sicher. Und weil Renate Künast gerade hier ist, Herr Ramstedt hat bei seinem Rücktritt, also der Sprecher, gesagt, ich habe Scheiße gebaut. Wann haben Sie das zuletzt über die Grünen gedacht? Das ist aber keine nette Frage. Keine nette Frage? Nein. Also gibt es Zensuren für Fragen? Weiß nicht, sehr gut. So gefallen Sie mir. Ich kann das, so, ich darf das. Sie dürfen das, ja, natürlich. Ja, ich darf es nicht. Nee, so rüde denke ich das nicht. Ich denke immer, Frau Künast, da war was suboptimal. Suboptimal. Ja. Verstehe. Sie denken nicht. Ich bin doch Anhängerin des englischen Königshauses, ja, wie Sie wissen. Und insofern versuche ich es immer ein bisschen feiner zu formulieren. Das war aber eine suboptimale. Sind Sie wirklich Anhängerin des englischen Königshauses? Ja, ich war schon mal in Highgrove bei Prinz Charles mit Prinz Charles Cucumber-Sandwiches, Gurken-Sandwiches essen und Tee trinken. Also, nein. Ja. Wie ist der so? Ja, auch ein Agrarier. Ja, also gut, er war vergeben. Er war vergeben. Er war vergeben, insofern, also... Was heißt, er war vergeben? Ich finde ihn spannend. Das war die Zeit... Waren da schon Camilla? Oder? Da war schon Camilla. Ah. Aber die Ärzte, ich habe ihn ja getroffen. Ich habe ihn ja getroffen, weil ich finde es ja spannend, dass er so als Prinz sich mit Landwirtschaft, Ökologie und so beschäftigt. Und er fand es spannend, dass plötzlich mitten in Europa eine Ministerin da ist, die sich für Ökolandbau interessiert. So. Super. Aber und hat dann für Sie Tee servieren lassen, natürlich. Servieren lassen, wie genau. Wie sich das gehört. Wie das so bei Königs ist. So. Nee, bei Prinzen ist. Ja, genau. So, zurück zu unserem Thema, bevor wir jetzt weiter über diesen Tee sprechen. Wenn man jetzt nach 14 Jahren das erste Mal, Frau Künast, nicht mehr in dieser allerersten politischen Reihe so steht, wie fühlt sich das an? Ist das auch suboptimal? Ach, das ist natürlich eine Situation, an die man sich gewöhnen muss. Es ist eine Veränderung. Und es ist so... man ist natürlich am Anfang darauf eingestellt, das kann man vergleichen mit einem Examen, ja? Man ist darauf eingestellt, immer zu funktionieren. Um 8.30 Uhr, Presselage, Morgenlage, du bist darauf eingestellt, am Wochenende natürlich allerspätestens um 11:30 auf den Ticker zu gucken, fragt die Pressestelle noch nach was oder ja, weil man was rausgeben muss oder irgendwo ein Statement geben muss und so. Man ist das eigentlich, was der ADAC macht? Aber ich wäre damals auch nicht auf die Idee gekommen, auch jetzt nicht, dass die aus, wie war das, 3.000 oder so? 3.400 Stimmen hat man eben 34.000 oder sowas ja gemacht. Ich weiß nicht, war es nur eine Null oder waren es zwei Nullen? Also man hat sich geglaubt und ich bin ehrlich gesagt auch jetzt noch irgendwie entgeistert, wie der Präsident Herr Mayer sagt, dass der Geschäftsführer jetzt der Aufklärer ist. Also ich meine, der Geschäftsführer hätte ja der sein müssen, der das, das ganze Büro managt, der also Regeln dafür auflegt und zum Beispiel sagt, wir machen das Vier-Augen-Prinzip. Ja? Der eine, der zählt, kriegt dann einen oder eine andere daneben gestellt, die nochmal zählt. Mhm. Also die Unterlagen müssen archiviert werden. Man fragt sich schon, wie das gehen kann. Und ich finde, also meine Erwartung ist, dass es jemand Externes gibt, der unabhängig ist, der das jetzt alles aufklärt und nicht der Geschäftsführer sich selber aufklärt. Genau. Vielleicht hat er auch einen Fehler gemacht. Mhm. Auch darüber wird in den Zeitungen bereits massiv spekuliert. Die Frage an Sie, Herr Opoczynski, warum das Ganze? Also warum muss man aus 3.400 Stimmen 34.000 machen? Ich habe einen Kollegen von der Süddeutschen gehört, der sagte, na ja, das ist der Versuch, wenn man sozusagen den Anspruch hat, der Automobilclub von ganz Deutschland zu sein, nicht so popelig zu wirken, als hätte man nur in Buxtehude gezählt. Ja, offensichtlich hat das nicht funktioniert. Man hat in der Zeitschrift aufgerufen... Entschuldigung, nichts gegen Buxtehude, ist eine schöne Stadt, aber zahlenmäßig meine ich jetzt. Ich glaube, man hat aufgerufen, die Mitglieder oder die Zeitschriftenleser sollen dieser Motorwelt, die sollen abstimmen und sie haben es nicht getan. Eigentlich interessiert es niemand wirklich, wer das Lieblingsauto ist. Mhm. Und eigentlich, glaube ich, es kauft auch kein Mensch ein Auto, weil es da irgend so eine Prämie gibt. Und deswegen hat niemand mitgemacht. Und da der ADAC aber so groß und allmächtig ist, hat man gesagt, wir hübschen das auf. Mhm. Ich kann das einerseits verstehen. Das Problem ist nur, vielleicht war das gar nicht der einzige Fall. Vielleicht gibt es da noch mehr Abstimmungen. Es wird ja immer gesagt, wir ADAC kämpfen für die deutschen Autofahrer. Mhm. Und da wird gesagt, die sind gegen die Maut. Vielleicht stimmt das gar nicht. Ich bin nicht gefragt worden. Ich bin ja Mitglied, aber mich hat keiner gefragt. Also jetzt, ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, Sie haben es richtig gesagt, da mal Transparenz reinzubringen. Und das kann nicht der Geschäftsführer sein, weil der hat an allem Interesse, nur nicht, dass wirklich durchgeblickt wird. Wir müssen, der ADAC muss sich öffnen. Und er muss demokratisch werden. Und er muss
das ordentliche Helfen für Autofahrer, das muss er trennen von dem, was da das Geschäft ist. Darüber werden wir gleich noch sprechen, was es da unter Umständen auch für Interessenkonflikte gibt, und zwar auf ganz vielfältigen Ebenen. Sie haben 2007 mal mit dem ADAC für Wieso zusammengearbeitet. Ja. Was war das für eine Situation? Worum ging es da? Um Leihwagen im Urlaub? Das war das letzte Mal. Das erste und das letzte Mal. Wir haben gemeinsam gearbeitet und wir haben das journalistisch betreut und der ADAC hat das technisch betreut. Und da wurden im Mittelmeer, Mallorca, Korfu, und da wurden Mietwagen gemietet und dann getestet, wie gut sind die. Mhm. Und dann war für uns völlig okay, da war ein Mietwagen dabei, der war von einem ADAC-Partner mit dem Schild ADAC. Und der war mit im Test drin. Und der hat saumäßig schlecht abgeschnitten, dieser kleine Peugeot. Der Sachverständige hat gesagt, am liebsten würde ich den aus dem Verkehr ziehen. Den kann man nicht vermieten, diesen Wagen. Und dann haben die ADAC-Leute plötzlich, ich sag mal höflich, Schluck aufbekommen. Und der Wagen verschwand aus dem Test. Und man hat uns angeschaut und erwartet, dass wir den Wagen auch verschwinden lassen. Und da bekamen wir einen Konflikt. Und da war ich Redaktionsleiter schon, habe ich gesagt, das geht nicht. Test ist Test. Und wenn ihr vom ADAC euer eigenes Produkt schlecht testet, dann muss das auch gesendet werden. Da gab es einen Disput und dann wurde das so gesendet. Aber seitdem haben wir das nicht mehr so gemacht. Das ist lange her, aber das zeigt mir, der ADAC versucht, die Wirklichkeit manchmal so ein bisschen in seine Richtung zu lenken. Das heißt, Sie jetzt wirklich Mutmaßung und auch nur Frage. Sie stellen durchaus auch in Frage, ob all das, was da sonst so zu sehen ist, also Tests und alles Mögliche, dass das auch unter Umständen nicht so objektiv gehandhabt. Also nach allem, was ich aktuell erlebe und was ich damals erlebt habe, halte ich es für möglich, dass der ADAC dafür sorgt, dass das, was er treibt, auch gut immer getestet wird und gut beurteilt wird. Und die Kunden des ADAC, das sind nicht die Mitglieder, die Kunden des ADAC, die Autohersteller und so, es könnte sein, dass da auch ein Übereinkommen besteht, dass da gut getestet wird oder dass eine Pannenstatistik schöner aussieht, als sie wirklich ist. Ja, das stelle ich in Frage. Ja. Frau Künast? Ja, das bringt mich darauf, jedes große Unternehmen, von dem erwarten wir, dass sie einen Kodex haben. Also mit einer Regel, wie gehen wir mit bestimmten Dingen um. Ja? Und der ADAC hat scheinbar keinen. Nein. Also zum Beispiel das Thema Mietwagen. Wenn Sie sagen, da war ein ADAC-Emblem drauf, müsste der Kodex die Regel ja eigentlich sagen, wenn wir Mietwagen testen, testen wir keine Kooperationspartner des ADAC. Weil natürlich jeder sagen muss, da gibt es ja ein wirtschaftliches Interesse. Oder testen sie und beurteilen sie objektiv. Andere Variante, genau. Ja. Aber der Kodex muss sagen, entweder überall da, wo wir ein wirtschaftliches Interesse haben, wird nicht mitgetestet. Die machen ja auch noch andere. Machen sie ja auch Busreisen mit der Post. Und Telefontarife, Benzin. Entweder testen sie es nicht oder wenn sie es testen, müssen sie offenlegen. Hier sind wir Kooperationspartner. Hier haben wir ein wirtschaftliches Interesse, weil da ist ja nicht nur der Mitgliederverein ADAC, sondern die haben ja ganz viele Subunternehmen. Oder genau, wie Sie sagen, Sie müssen es dann tatsächlich offenlegen. Aber das passiert normalerweise nicht. Würden wir sagen, also bei der Stiftung Warentest würden wir ja, ich meine, die mögen wir, warum? Weil sie keinerlei wirtschaftliches Interesse hat. Also es wäre so, als würden die selber die Tages- und Nachtcreme herstellen und dann ihre eigene Creme testen. Ja, sie immer noch mittesten oder so. Ja? Und das würden wir auch für komisch halten. Deshalb finde ich, wäre es eigentlich richtiger, Sie haben ja selber gesagt, das ist jetzt ein Riesenunternehmen geworden, ein Riesenwirtschaftsunternehmen mit einer Milliarde Umsatz. Eine Milliarde Umsatz. Jedes Jahr. Also Sie müssen sich mal überlegen, was Sie eigentlich wollen. Sie müssen das Ganze anfangen, auseinandernehmen. Ordentlich auseinanderzunehmen. Aber dann können Sie auch nicht mehr unten aus diesen ganzen wirtschaftlichen Betätigungen immer Geld in den allgemeinen ADAC-Verein reinnehmen. Es wäre sauberer. Und dann wüssten wir auch, dass die gelben Engel, die ja eigentlich immer positiv besetzt waren. Dass die auch weiterhin einen guten Job machen. Dass die weiterhin einen guten Job machen und nicht in die Negativgerede kommen. Ne? Eine Milliarde Umsatz heißt ja wirklich große Firma, Unternehmen. Heißt das, obwohl das ein, wir haben ja alle so die naive Vorstellung, das ist ein Club und in den zahlen wir regelmäßig ein und ab und zu mal kommt mal einer vorbei und füllt dir Benzin nach, wenn du auf der A3 nicht getankt hast oder vergessen hast, so wie ich das gerne immer mache. So ist es nicht. Die machen Gewinn. Das ist ein Unternehmen, das Gewinn macht womit? Also da sind Finanzdienstleistungen. Sie können Kredite dort sich vermitteln lassen. Also da ist die Geldbranche mit im Boot als Kooperationspartner. Sie können sich versichern lassen, wenn Sie in die Reiserücktrittsversicherung wollen, Auslandskrankenversicherung. Sie können sich versichern lassen, dass im Zweifelsfall ein Flugzeug aus dem Urlaubsort Sie zurückfliegt nach Deutschland. Alles ganz ehrenwert, aber es wird nicht so richtig offengelegt, mit wem man da zusammengeht. Sie können einen Mobilfunktarif abschließen, bei dem Sie ein paar Cent weniger zahlen. Das geht zusammen mit Base, ist ja egal. Und Sie können Benzin billiger kaufen, wenn Sie bei Shell tanken und Ihren ADAC-Ausweis zeigen.
die gleiche Branche, die vorne attackiert wird für zu teures Benzin, wird hinten zum Kooperationspartner. Das. Ja, auch mal schön. Mit 59 wird es mal Zeit. Darf man danke, an der Stelle ich bin mal erst 58. Sagen. Entschuldigung. Okay. Ist gut. Obwohl, wahrscheinlich ist 58, 59 das neue 30. Ich sag's nicht weiter. Bleibt okay. Unter uns. Bleibt absolut unter uns. Hatte ich eine falsche Information. In jedem Fall würde ich mich freuen, wenn wir uns sehr regelmäßig hier gelegentlich mal sehen, weil Sie ja jetzt die Opposition sind. Wir müssen uns allein schon deswegen sehen. Argument, gut. Und dann will ich wissen, welche Filme Sie gucken. Und was Sie so empfehlen können. Also letzten Samstag war es der Medikus. Und? Ja gut, aber das Buch, ja gut, kann man hingehen, aber das Buch hat noch mehr Tiefgang. Es ist doch so amerikanisiert, also so viel Technik mittlerweile ja. Da drin, ja, ja. Und ja. In so Filmen und so, ja. Gut. Der Film hatte mich vor vielen Jahren noch, das Buch ja. Noch mehr gefesselt. Aber mich auch, da war ich noch in der Pubertät und da sind sehr viele auch so interessante Dinge übers Leben so stehen da auch drin. Das hat mich damals sehr fasziniert. Aber das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen, Jan. Bevor wir zu dir kommen, möchte ich gerne Herrn Opoczynski fragen, was er jetzt mit seiner freien Zeit macht. Herr Opoczynski geht jetzt auch in den Ruhestand. Also. Nein. Nein. Ich höre beim ZDF auf. Oder so. Weil das heißt, die Arbeit fängt jetzt mal richtig an. Ja. Naja, Sie haben ja den Satz da zitiert, den ich in einem Interview gesagt habe. Ich bin nicht reif für den Seniorenteller. Und ja. Damit meine ich, ich habe nichts gegen den Seniorenteller. Ich höre beim ZDF auf, weil ich 65 Jahre alt bin. Und da ist einfach Schluss und das ist ja auch in Ordnung. Das ist ja nicht verkehrt. Aber ich will noch was tun. Ich weiß nicht, ob man es glaubt. Fernsehleute leben ja nur von der Kamera und verstehen ja nichts vom Text. Ich will das Gegenteil beweisen. Ich will ein Buch schreiben. Und ich gebe so ein paar Fälle. Also erstens will ich ein Sachbuch schreiben. Das ist auch schon in Arbeit. Das ist ja noch relativ einfach, dass man ein Sachbuch schreibt. Da sind Fakten drin. Aber eigentlich würde ich gerne Wirtschaftskrimis schreiben. Es gibt einen wunderschönen Fall, da haben drei renitente Alte ihren Finanzberater, der ihnen ihr Geld abgenommen hat, den haben sie, nicht so, den haben sie gepackt und in den Keller gesperrt und haben gesagt, in diesem Keller bleibst du so lange, bis unser Geld wieder da ist. Das ist natürlich eine harte Nummer, aber man kann die gut verstehen. Und sowas zu verarbeiten in Krimis. Das ist krass, was Sie für Fantasien haben. Nein, das ist ja real. Das ist ja keine Fantasie. Ich habe die sehr bewundert, die drei Alten. Die sind ja auch verurteilt worden. Aber sowas gibt es öfter. Es wird nicht alles bekannt. Und Sie können das im Sachbuch nicht schildern. Da gibt es sofort Juristen, Rechtsanwälte. Nein. Und dann gibt es sofort welche, die Sie an den Pranger hängen. Aber im Krimi. Ja. Da können Sie richtig zuschlagen. Ist es wahr, dass Sie, als Sie am ersten Abend vor die Kamera treten sollten, dass Sie sich da richtig ein hinter die Binde gekippt haben? Das ist aber jetzt ein krasser Themenwechsel, oder? Ja. Mit Alkohol geht vieles leichter. Suboptimal. War so? Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Also ich war ja sowieso der Meinung, dass ich vielleicht ein ganz guter Journalist bin, aber ich tauge nicht zum Moderieren. Und damals hat der Chefredakteur gesagt, entweder du moderierst oder du kriegst den Job nicht. Dann habe ich moderiert. Aber das erste Mal bin ich fast gestorben. Und das ist das ein Bild von Ihrer ersten Moderation, Herr Opoczynski, oder frühe Tage? Ich habe versucht, das Archiv... Mit dem Regisseur rede ich nachher noch. Also ich ja, das ist ein Bild aus den Anfängen. Der Cognac war so groß. So groß musste der Cognac sein. Und dann bin ich relativ selig ins Studio gegangen und habe irgendwie die Sendung überstanden. Danach ging es besser. Ich habe das auch nie mehr gemacht. Das ist ja das Problem, ob man sich das angewöhnt. Und dann habe ich mich auch irgendwann wohlgefühlt. Und irgendwann haben auch die Zuschauer, glaube ich, mich gemocht. So schwierig der Name auch ist. Und ich bin ja auch nicht der Schönheitskönig. Aber es hat funktioniert. Ja. Und ich habe auch sehr viel Zutrauen bekommen von den Zuschauern, sehr viel Briefe, sehr viel auch Hilfe ersuchen, sehr persönlicher Art. Eine Frau hat mir mal ihr Sparbuch geschickt. Ich bin gegen das Sparbuch, weil es Geld verliert. Aber sie hat mir ihr Sparbuch geschickt und hat gesagt, heben Sie das für mich auf. Meine Familie ist hinter dem Geld her. Also das, ja, so weit ging traurig. Das. So weit ging das, ja, das ist traurig. Und natürlich darf ich das gar nicht und kann ich das nicht machen. Aber
Also ich habe gemerkt, dann irgendwann habe ich mich in dieser Rolle versöhnt, auch als Moderator. Und dann habe ich es auch zum Schluss gerne gemacht. Aber jetzt ist Schluss. Was ist die, um es mal ganz platt zu sagen, die größte Sauerei, die Sie jemals erlebt, entdeckt, aufgedeckt haben? Also die größte Sauerei ist, weil ich sie nicht zum Ende nicht senden konnte, weil ich ein alter Mann, der aber noch voll geschäftsfähig war, geht in eine Sparkasse in Norddeutschland und sagt, ich brauche demnächst Geld für mein Heim, hebt das Geld so auf, dass ich es abheben kann. Und was haben Sie gemacht? Sie haben ihm Schiffsfonds verkauft, die 10 Jahre lang festliegend, an die er nicht mehr heran konnte. Und in diesen 10 Jahren haben die Schiffsfonds die Hälfte an Wert verloren. Und wir haben versucht, darüber einen Bericht zu machen. Und wir haben auch Juristen, die uns beraten, bevor wir senden, damit nichts schief geht. Die haben gesagt, ihr könnt das nicht senden. Der Mann war geschäftsfähig. Ja, er ist über den Tisch gezogen worden. Die Banker hätten wissen müssen, dass man das mit ihm nicht macht. Aber es ist nichts zu machen. Das ist so ein typischer Fall. Das ist eine der größten Sauereien, die ich erlebt habe. Und deswegen ist es gut, dass Sie noch ein bisschen weitermachen. Wir werden auch gleich noch mal einen weiteren Teil Ihrer Lebensgeschichte hören, wenn wir dann mit Herrn Frankenstein sprechen. Vorher aber zu einem jungen Mann, der bei uns sitzt und der wahrscheinlich morgen mit Spannung auf das guckt, was da passiert. Morgen beginnt der neue Bachelor, ne? Ich bin sehr gespannt, die neue Staffel beginnt, genau. Ja. Guckst du dazu? Ja, das interessiert mich sehr, weil es ist eine sehr einmalige Situation. Bist du Ex-Bachelor. Ich bin morgen Ex-Bachelor, genau. Ich habe meinen Titel verloren, sozusagen. Ja, ja. Wissen Sie, was der Bachelor ist, Frau Künast? Ja. Wie Sie vorhin sagten, also so ein Mann. Optimale Fragepartnerin, würde ich sagen. Wieso? Also, ne, ja, ein Haus, ein Mann und so und so viele Frauen. 20 Frauen, die neue Bescheidenheit. Die alle wissen möchten, ob er sie auswählt. Das verstehe ich als Prinzip nicht. Ja. Gut. Sehr gut, sehr gut. So, dann bitte. Schöner kann man es nicht sagen. Jan, bitte. Wie ist das denn aus verbraucherschutzrechtlicher Sicht zu sehen? Ich weiß ja nicht, welche Verträge Sie da abschließen. Man gewöhnt, das Handy immer dabei zu haben und so. Und das muss man sich, Sportler machen es auch, abtrainieren oder so. Ja? Also ich kenne ähnliche Situationen. Nach meinem juristischen Staatsexamen dachte ich am Tag danach, warum fragt mich keiner? Ich hatte ja nur 1,5 Jahre darauf hingelegt, warum fragt mich jetzt keiner? Ja, es wollte aber gerade keiner wissen. Man sollte es dann anders in der Praxis anwenden. Hat Jan auch erlebt, ne? Ich habe gedacht, hoffentlich fragt mich keiner. So, das ist auch, ja, so, manchen geht so. Er ist dann direkt aus Verzweiflung Bachelor geworden. Genau. Ist auch eine Möglichkeit. Aber ja, oder jetzt so, wenn man dann wegfährt über Weihnachten. Also war es dann so, im Rucksack, wir sind gewandert auf Teneriffa, hat mein Mann sein Handy mitgehabt und ich habe es auf dem Zimmer gelassen. Das hatte ich ja schon seit Jahr und Tag nicht mehr. Ja, weil du sonst einfach nach ein paar Stunden einfach wieder gucken musst. Und es ist so eine Freiheit, an die man sich so nach und nach gewöhnt. Es gibt mehr Freiheit, man ist locker, man hat mehr Zeit für andere Sachen. Ich war dieses Jahr schon im Kino, ja, und habe mir den Medikus angeguckt. Das ist ja krass, Donnerschlag. Sie waren im Kino. Ja, und der Monat ist noch nicht zu Ende. So ja. Okay. Das ist... Neidisch, oder? Ja, nee. Ich mache das ja. Ich gehe regelmäßig ins Kino, weil ich furchtbar gerne ins Kino gehe. Aber das ist ein anderes Thema. Ich erlebe sie aber auch so aufgeräumt, wie ich sie vorher nicht erlebt habe. Das heißt, Sie empfinden das als eine neue Freiheit und als eine Qualität? Oder ist das auch etwas, was schmerzt? Claudia Roth saß hier und hat so eine Art Phantomschmerz beschrieben. Also der geht so, Sonntagabend, es läuft der Tatort. Bis dahin ist alles gut. Und dann guckt man aber aufs Handy und sagt, scheiße, schon wieder hat keiner angerufen. Hat sie so gesagt. Ja, der Trick dabei ist, man lädt sonntags Leute zum Essen ein, wenn sowieso der falsche Tatort kommt, nicht Münster oder Schleswig-Holstein. Man lädt einfach Leute zum Essen ein, kocht. Das heißt, man braucht um 11 auch nicht aufs Handy gucken, ob einer angerufen hat, weil man ja schon Besuch hat. Ja. Also ich sag mal, wir abtrainieren. Ja? Jeder Sportler muss abtrainieren. Man muss es halt wissen, dass es eine Zeit dauert, das dann auch gut zu finden. Natürlich, das geht dann so. Aber mittlerweile finde ich das eine schöne Sache. Und ich kann mich jetzt auf ein paar Sachen wieder inhaltlich konzentrieren. Ja? Trotzdem, alle Sachen ja, zu ist machen. Schon klar. Trotzdem nochmal die Frage, tut das weh? Sie sind ja jemand, der wahnsinnig viel versucht hat, der sich
hart durchgebissen hat, auch wenn man sich mit ihrer Biografie mal beschäftigt. Ja? Also, sie kommen aus dieser Arbeiterfamilie im Ruhrgebiet. Die Eltern, die ihnen sagen, pass mal auf Mädchen, also studieren ist bei uns in der Familie gar nicht und für dich erst recht nicht, weil Mädchen machen sowas nicht. Und sie setzen sich da durch, gegen den Willen der Eltern, beißen sich da durch, machen ihr Staatsexamen, werden Juristin, arbeiten sogar mal im Gefängnis kurzzeitig und erleben da erstaunliche Dinge, treten dann an als Fraktionschefin bei den Grünen, werden Bürgermeisterin von Berlin, verlieren dann den Fraktionsvorsitz, verlieren diese Bürgermeisterwahl. Und plötzlich stellt man fest, mein Gott, das hat jetzt nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt hatte. Also meine Geschichte geht ja ein bisschen anders. Ja? Ich habe die große Chance gehabt. Interessant. Ja. Glas halb voll, Glas halb leer ist die Frage. Ja. Ja, ich habe wunderbare Sachen gemacht. Also ich habe da im Knast gearbeitet. Ich habe eine Anwaltszulassung, habe als Anwaltin gearbeitet. Ich war im Berliner Abgeordnetenhaus als Abgeordnete, habe wunderbare Dinge erlebt bei der Kontrolle des Verfassungsschutzes dort. Ja, das zieht sich ja fast kontinuierlich weiter. War 5 Jahre Ministerin für Verbraucherschutz, Ernährung, Landwirtschaft. Das hat mir ja viel gegeben. Da konnte ich was geben, es hat mir was gegeben. Mhm. Es ist ja auch eine persönliche Weiterentwicklung und auf der Basis. Also wenn ich jetzt Vorsitzende vom Rechtsausschuss für Recht und Verbraucherschutz bin im Deutschen Bundestag, das ist ja nicht nichts. Das stimmt, ne? Absolut. Ja, es gäbe schlechtere Beschäftigung. Nein, deswegen habe ich das auch so formuliert und gesagt, Sie sind sozusagen aus der allerersten Reihe weg. Aber Sie sind so ein Schritt nach Seite. Ja, an das die ist Seite, anders. Das ne? ist anders. Aber das hat beides. Das hat immer beides. Es gibt so Augenblicke, am Anfang bist du ja noch voll drauf eingestellt. Jetzt müsstest du dich darum kümmern und den Abgeordneten anrufen damit. Und das legt sich aber nach einer Zeit, weil du dann plötzlich merkst, jetzt kann ich aber mal am Stück was lesen. Und also mal so jetzt zu wissen, ADAC nehmen wir nächste Woche auf dem Tagesordnung des Verbraucherschutzausschusses und dann bleiben wir mal da dran, weil ich sage, die kommen damit nicht einfach durch. Ja, zu behaupten, wir klären selber auf und in 2 Wochen sagen sie mal alles schön. Da muss man dann jetzt dranbleiben. Also diese Chance fachlich gibt es ja, auch. Und ich habe da schon, also ich habe in diesem Sommer schon, da war ich ein paar Tage in Bangladesch und habe mich mit Bekleidungsindustrie und den Bedingungen dort beschäftigt. Und das ist ja sehr misslich. Ja? Also was Sicherheitsstandards, Brände anbetrifft, Löhne und so. Und wissen Sie, sowas brauche ich eigentlich immer. Das ist wie so eine innere Triebfeder. Wenn du dann da Leute kennst, auch mit jemandem aus Bangladesch, mit einer Frau, da, die in einer Gewerkschaft arbeitet, immer mal Mails und so. Das ist so eine Triebfeder. Und das hat dann auch was Schönes. Man muss sich nur darauf einlassen. Und wie Sie gesagt haben, 14 Jahre, wenn du immer für alles verantwortlich bist, dann gibt es auch Augenblicke, wo du denkst, ich würde auch mal wie ein normaler Mensch eben ins Kino dies und jenes machen. Ich möchte auch mal Urlaub machen, wo ich nicht denke, muss ich nicht den Urlaub nur so machen, dass ich mich ausruhen kann. Nee, ich möchte nach Vancouver Island. Ich möchte Wale gucken. Und dazu muss ich vorher, wenn ich da hinfahre, nicht vollkommen fertig sein. Verstehen Sie? Sonst würde ich ja sagen... Um die Wale zu sehen überhaupt. Ja, um überhaupt zu sagen, ich setze mich so lange in den Flieger, ich fahre dahin, ich nehme so viel Neues auf. Ja. So, und dann also finde ich es auch gut, wenn ich nicht so aufgebraucht bin. Keine Wahlen mehr, lieber Wale jetzt an der Stelle. Beides natürlich, aber eben auch mal so, dass ich nicht zwingend immer eine 7-Tage-Woche habe. Was hat am meisten wehgetan? Sie haben mit Blick auf die verlorene Berlin-Wahl, als Sie Bürgermeisterin in Berlin werden wollten, mal gesagt, da gab es einiges zu verdauen. Das haben Sie hier bei uns in der Sendung gesagt. Ist es das, was am meisten schmerzt? Ja, glaube ich schon. Das ist das, was am meisten schmerzte, aber auch irgendwie ärgerte. Also da habe ich mich dann schon geärgert, wenn Sie heute immer so lesen über den teuersten Flughafen der Welt, mit dem niedrigsten CO2-Ausstoß, das ist der BER, das ist weil er nicht geflogen wird. Ja, natürlich. Und das ärgert dann schon, wenn man darüber redet und sagt, da ist was falsch, da liegen Kabel falsch oder so. Und dann immer, also dass das jemand schafft, einen in die Ecke zu drängen, so und dann, ach, sie wollen nur einen Provinzflughafen, damit durchkommt und danach wird der Flughafen nicht eröffnet, nochmal verschoben. Und er ist immer noch nicht eröffnet und kostet jeden Monat 30 Mio. Für nichts. Das sind so Dinge, da packt mich der heilige Zorn. Ja, so, das ist dann nicht nur der Schmerz über Sachen, die falsch gelaufen sind damals, die ich hätte besser machen können, sondern eben auch, dass da eigentlich Dinge schon da lagen und ich das nicht durchgekriegt habe, das zu vermitteln. Also ich erlebe Sie auf der einen Seite sehr befreit. Sie machen so was Verrücktes wie ins Kino zu gehen. Und gleichzeitig aber merkt man, dieses Feuer brennt da noch. Also war das jetzt die letzte Staffel für Sie, um mal in seiner Sprache zu bleiben? Oder kommt da jetzt noch eine Runde?
jetzt fange ich überhaupt erstmal richtig an mit dem Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz. Ja? Jetzt mache ich so nach ein bisschen Distanz dazu, sage ich mal, die Stimme der Verbraucher, da will ich ein Stück zu beitragen. Ja. Das heißt, vorher nur Politik, jetzt Politik und Leben. Genau. Manchmal am Wochenende auch andersrum, Leben und Politik. Das ist auch mal schön, ne?